Ja, ich hab mal ein Geschenk für dich. Ah, Entschuldigung, das musste jetzt sein. Also, willkommen zu diesem Tutorial à la Hell Let Loose. Wie geht's eigentlich? Was muss ich tun? Was gibt's zu beachten? Und so weiter und so fort. Wir starten im Hauptbildschirm und da gibt's eigentlich schon etwas, was euch schon mal unter die Arme greifen kann. Und zwar das Feldhandbuch. So eine Art wie damals die Beipackzettel, die immer in den Spielen beigelegt waren, ne? Die einem quasi schon mal das Grundlegende erklären, aber wir wissen alle, da hat keiner Bock drauf, das alles durchzulesen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach rein. Also Kaserne, falls der eine oder andere wissen will, da kann man halt nochmal die ganzen Outfits, die man halt so mit Leveln übrigens freischaltet, dann auch nochmal anprobieren. Also im Endeffekt läuft es ganz einfach. Die Helme, die kriege ich über Gesamtlevel. Dankeschön, Knipsi, für Kultur. Also, nochmal, die Helme, die gibt es für ein Gesamtlevel. Die Köpfe, die kann man sich anpassen, wie man will. Und die Uniformen, die haben direkt mit deinem Charakter zu tun. Also sprich, wenn du den Gewehrschützen levelst, dann kriegst halt welche dazu. Aussetzt zum Beispiel so ein Sonderding, das Silver Vanguard DLC, das für alle Early Access Unterstützer gab. Das ist eigentlich schon alles, was es hierzu zu sagen gibt. Mehr gibt es so nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon mal auf Einberufen. Und schauen uns mal das ganze Gedöns mit den Servern an. Also im Regelfall würde ich hier zwei Sachen empfehlen. Und zwar erstens, die mit Passwort braucht man sich nicht anzeigen lassen, außer ihr wisst das Passwort, also macht das nicht. Ne? Man kann theoretisch auch volle sich ausblenden lassen, aber egal, Hauptsache ich mache es immer so nach Spielerzahl sortieren und dann ist halt wichtig, es gibt da hier zum Beispiel auch viele, die irgendwo in Nordamerika oder so stehen. Passt einfach auf den Ping auf und sucht einen, wo ihr Platz habt. Übrigens das mit 98 und so gleich mal erklärt. Die meisten Server haben VIP-Plätze. Das heißt, dass nur so und so viele Leute, also nicht die vollen 100 joinen können, sondern zum Beispiel jetzt wie in dem Fall nur 97 und dass die anderen Plätze fix reserviert sind für Server-Owner oder Clan-Member und so weiter und so fort. Also nur weil da jetzt 97 steht, heißt das nicht, dass ihr automatisch draufkommt. Gut, dann würde ich nämlich sagen HLL Official Europe Nummer 9. Die Map ist voll. Server beitreten, gib ihm, gell? Gleich mal vorneweg gesagt, es gibt zwei grundsätzliche Spielmodi. Das eine ist Kriegsführung, das andere ist Offensive. Und ich erkläre gleich mal im Prinzip, wow, so die Grundzüge. Soll zum einen heißen, je nachdem, am Anfang joint man eine Seite. Übrigens hier aufpassen, wenn ihr mal ein Team gewählt habt, dann habt ihr einen 15 Minuten Lock und könnt das Team nicht mehr wechseln. Ne? Gerade mal so weit, also hier wegen Windteam Join oder sowas in der Richtung. Und dann seht ihr hier gleich erstmal die Map und hier die verschiedene Aufteilung, wie es Hell Let Loose nämlich eigentlich organisiert. Das ist gar nicht so schwierig. Es gibt einen Kommandanten, dessen Job ist es übrigens nicht, vorne an der Front rumzulaufen und Leute zu töten. Nein, dessen Job ist die Organisation der Squads und des ganzen Kampfgeschehens. Also der sollte eigentlich den Hauptteil seiner Zeit über der Map brüten und die ganzen Squads koordinieren, denn eine der, ja, ich sag mal, Rückgratsachen von Hell Let Loose ist nämlich Taktik. Und das hat vor allem hier mit Kommunikation zu tun. Es gibt nämlich drei Voice Channel. Den einen kann man mit V betätigen, das ist quasi einfach sprechen, also da hören dich nur die Leute um dich herum, zum einen. Und zum zweiten nur die eigenen, also der Feind kann dich tatsächlich nicht hören. Ich werde dann zwar nochmal das zeigen, was der Kommandant alles machen soll, aber vor allem am Anfang, neue Spieler, geht nicht auf den Kommandanten. Na, tut es einfach nicht. Lasst das bitte Leuten, die Ahnung haben von der Materie. Verbringt erstmal ein paar Dutzend Spielstunden im Game und dann könnt ihr euch ausprobieren. Aber nicht am Anfang Kommandant gehen und gleich sagen, hey, jetzt habe ich Bälle aus Stahl, weil ich bin jetzt der Kommandant, ich bin jetzt der Chefe hier und dann irgendwo an der Front mit der MP rumgimpen und versuchen einfach Leute zu töten und im Endeffekt nichts zu helfen. Das ist nicht hilfreich. Nee, absolut. Gut, dann machen wir mal ein bisschen weiter. Einer der Kernelemente des Spiels ist Kommunikation. Deswegen gibt es, wie ich schon vorher gesagt habe, diesen Sprachchannel, wo man mit den Umgebungssoldaten reden kann.
Es gibt mit 10 einen eigenen Squad-Channel, der wird grün angezeigt. Es gibt mit X einen eigenen Kommando-Channel, der wird dann orange angezeigt. Und in diesem Kommando-Channel können nur der Kommandant und die einzelnen Offiziere der Squads kommunizieren. Die anderen hören das nicht. Da geht es wirklich nur quasi ums Funken zwischen den einzelnen Squads. Genau. Was muss man am Anfang machen? Im Prinzip ganz, ganz scheiß easy. Und zwar, ihr joint entweder einem Squad oder ihr eröffnet eins. Wenn noch keins da ist, ganz einfach. Entweder hier unten auf Einheit erstellen oder direkt hier aufs Plus klicken. Im Endeffekt gibt es 3 verschiedene Arten von Squads. Das eine ist Infanterie. Das sind ganz normale Infanterie-Squads bis zu 6 Mann. Das andere Panzerung. Also sprich, nur Panzer. Squads können auch in gepanzerte Fahrzeuge einsteigen, sonst kein anderer. Die bestehen aus jeweils 3 Mann und Aufklärung, da sind limitiert, gibt es nur 2 pro Seite. Die bestehen auch nur aus 2 Mann. Zum einen aus einem Spotter, einem Offizier quasi, und zu einem Sniper. Deren Hauptjob ist aber Aufklärung, also nicht jetzt hier mit dem Sniper ordentlich viele Leute aus dem Leben reißen. Das ist natürlich so ein Beiwerk, aber im Prinzip sollen die wie Spione hinter den feindlichen Linien arbeiten, sollen aufklären, also sprich, wo stehen feindliche Panzer, wo stehen feindliche Garnisonen und so weiter. Vielleicht auch Sabotageakte machen, sowas wie feindliche Garnisonen zerstören oder die feindliche Artillerie stören. Aber vor allem Aufklärung, das ist wirklich deren Hauptjob, also das heißt nicht umsonst so. Okay, ich erstelle jetzt mal einfach einen Infanterie-Squad und wenn ihr in diesem Bildschirm seid, dann könnt ihr eh nochmal auswählen, was von diesen 3 Squads ihr eigentlich erstellen wollt. Und jetzt Obacht, der größere Button ist Infanterie-Einheit erstellen und wenn ihr das macht, dann ist euer Squad offen, wie man hier jetzt an diesem kleinen Zeichen kennt. Das heißt, jeder kann einfach durch den Drücker hier auf dieses kleine Pfeilding bei euch reinjoinen. Ob ihr das wollt oder nicht. Wenn ihr das nicht wollt, dann geht er einfach hier drunter auf gesperrte Infanterieeinheit erstellen. Dann müsst ihr es nämlich im Nachhinein nicht extra wieder locken. Aber ihr habt es eh gerade gesehen, mit diesem kleinen Schlosssymbol kann ich das Squad sperren und öffnen. Im Endeffekt funktioniert das dann folgendermaßen. Ich kann es gerade mal zeigen. Hier haben wir einen Random drauf. Der hat einen Sniper-Squad erstellt und er hat es gesperrt erstellt. Aber ich kann trotzdem anfragen durch diesen Pfeil. Willst du wirklich Able beitreten? Ja, will ich. Jetzt kriegt der eine Meldung und jetzt kann er mit Ja oder Nein bestätigen oder ablehnen. In dem Fall, er hat zum Beispiel jetzt abgelehnt. Also das wird euch auch ein paar Mal passieren, weil dann haben halt Clans ihre eigenen Squads und wollen halt keine Randoms dabei haben oder so. Aber grundsätzlich machen das zum Beispiel auch viele, weil sie nicht die, die Dummbots Randoms dabei haben wollen, die nicht zusammenspielen möchten, sondern halt wirklich nur Leute, die auch kommunizieren. Und probiert es einfach. Na, also selbst wenn es gesperrt ist, einfach Anfrage stellen, aber bitte tut mir den Gefallen und spammt nicht. Ne? Das ist nämlich als Offizier sehr, 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 sehr lästig. Okay, wegen Infanterie. Ich würde jetzt einfach mal eine erstellen. Der sie erstellt, ist immer automatisch Offizier, aber ich kann hier trotzdem auf Ausrüstung wechseln klicken und mir dann die verschiedenen Klassen anschauen und dazu soll ich vielleicht noch ein bisschen was sagen. Wie gesagt, wenn man eins aufmacht, ist man automatisch der Offizier. Das heißt, man ist der Chef vom Squad und das bringt ein bisschen Verantwortung natürlich auch mit sich. Man muss auch ein bisschen Strategie an den Tag legen, außer der Commander ist extrem gut, dann sagt er dir schon, was du zu tun hast. Und alles Weitere dazu erkläre ich gleich, aber erst einmal die anderen Rollen. Fangen wir von unten an. Hier zum Beispiel der Pionier. Das ist so der klassische, ja, Bob der Baumeister, wenn man so will. Übrigens, man hat es hier schon gesehen, es gibt verschiedene Loadouts, die schaltet man sich durch Level frei. Also das zweite Loadout meistens mit Level 3 und wenn dann noch eins kommt mit Level 6. Pionier, der ist ein sehr, sehr wichtiger Member im eigenen Squad. Vor allem für die Seite an sich. Der hat nämlich meistens ein Gewehr, Verbände hat eh jeder, aber das Wichtigste ist hier der Schraubenschlüssel. Mit dem baut er Zeug, zum Beispiel Bunker, Verteidigungsanlagen oder Ressourcenknotenpunkte, die sind für eure Seite auch ganz wichtig. Also dann, damit baut er quasi ein Blueprint und mit dem Hammer kann er das dann, wenn er Ressourcen in der Nähe hat, schon mal nicht Ressourcen. Vorräte in der Nähe hat, dann kann er es mit dem Hammer aufbauen. Da kann auch jede andere Einheit mit dem Hammer aufbauen helfen. Die Fackel ist da, um Fahrzeuge zu reparieren, dann noch Antipersonenminen, Tellerminen gegen Fahrzeuge und eine Schaufel. Das ist quasi die Nahkampfwaffe der Deutschen. Also die Amis haben ein Messer und was haben die Russen eigentlich? Ich habe noch gar nicht geschaut. Hä? Was?
Auch eine Schaufel. Auch eine Schaufel? Okay, interessant. Dann zum Beispiel, ich kann schon mal sagen, ich habe das zweite Loadout auch frei. Der hat dann eine MP. Der hat nichts mehr zum Bauen, aber er hat noch eine Fackel zum Reparieren bekommen und eine Sprengladung. Das ist quasi eine Rucksackladung mit einer ziemlich großen Sprengreichweite mit Zeitzünder. Die geht sogar durch Mauern und so weiter durch. Soll quasi, ja, normalerweise, wenn du so ein Ding in einem Haus befestigst, an der tragenden Mauer, dann fällt das Haus zusammen, aber es gibt kein Demolition-System in Hell Let Loose, zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob das mal kommen wird, deswegen geht einfach in dem Radius wird alles platt gemacht, wo das in die Luft jagt. Geht auch perfekt super, um Panzer aus dem Leben zu nehmen, indem man die hinten auf deren schwächste Panzerung draufklatscht, ne? Just saying. Okay, ich werde da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, aber jetzt erst einmal ein kurzer Überblick. Der Panzerabwehrsoldat dürfte klar sein, aber der wurde jetzt stark umgebaut. Das heißt, die drei Klassen unterscheiden sich, die drei Ausrüstungsarten unterscheiden sich jetzt ziemlich krass. Der erste ist ziemlich straightforward, zum Beispiel beim deutschen Gewehr, Panzerschreck, noch ein paar Granaten und ganz normal Feldschaufel und Verband, wie es jeder deutsche Soldat hat. Also sprich, mit dem Ding am besten hinten in den Panzer rein. Dann der zweite, das ist ein ziemlich interessantes Bild. Der hat dafür eine MP, ist dafür quasi eher mehr ein Nahkämpfer, hat auch einen Hammer zum Aufbauen von Zeug. Und er hat Tellerminen und eine Sprengladung parat. Also der kann... ist eher so der Sneaky Guy, der direkt voll in den, auf den Panzer versucht, den zu umlaufen und direkt hinten die Sprengladung drauf pappt auf den Panzer und noch Wege und Straßen vermint. Und der dritte, den gibt es erst ab Stufe 6, den habe ich selber noch gar nicht frei. Der ist interessant. Das ist nämlich ein Soldat, der eine Pack aufstellen kann, eine Panzerabwehrkanone, werden wir dann auch nochmal zeigen. Gut, dann der MG-Schütze, auch ganz klar, dickes MG am Start, der ist aber hauptsächlich nicht unbedingt dafür gedacht, nur um Gegner niederzumähen, sondern auch für Unterdrückungsfeuer, Sperrfeuer. Richtig, richtig, richtig wichtige Sache. Weiter im Text, wir haben gerade den Maschinengewehrschützen, wie gesagt, sogar eher eine defensive Einheit, also für einen Sturm ist der eigentlich nicht gedacht. Dann der Unterstützer, der ist quasi... der zweite Chef, mehr oder minder im Squad, also wenn es denn im Squad noch Ränge gäbe, der ist extrem wichtig, der hat nämlich Vorräte dabei und mit diesen Vorräten, also Supplies, da kann man Zeug bauen. Zum Beispiel Garnisonen komme ich später noch dazu oder halt auch zu so Sachen, was der Pionier dann bauen kann. Allerdings so eine Kiste hat einen Cooldown und die hat nur 50 Vorräte dabei. Das zweite Loadout hat dann auch Vorräte dabei, aber das ist jetzt ziemlich interessant, der hat dann nämlich eine MP dabei, eine kleine Munitionskiste für normale Ammo und eine Sprengstoff-Munitionskiste, da kann zum Beispiel der Panzerabwehrschütze mit der Panzerschreck seine Raketen wieder auffüllen. Also die zwei können sehr gut Hand in Hand arbeiten, funktioniert einwandfrei. Übrigens auch die Vorräte hier, die 50, die braucht zum Beispiel auch das dritte Loadout vom Panzerabwehrschützen, um eine Pack zu stellen. Also eine Pack, er kann das Blueprint machen, er könnte es selber aufbauen, wenn denn Vorräte da sind. Also Supplier legt die 50 Vorräte der Unterstützer und der Panzerabwehrschütze kann die Pack bauen. Sehr, 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 sehr effektiv. Ne? Gut, geht's weiter. Sanitäter ist, glaube ich, sehr selbsterklärend. Der erste hebt Leute auf, der zweite hat noch zusätzlich eine Box dabei, wo sich Leute ihre ihre Bandagen selber wieder auffüllen können, weil ein normaler Standardsoldat hat nur zwei Bandagen dabei, ein Medic ganze 20 Stück und er kann auch nochmal 20 Leute hochheben, bevor er wieder aufmunitionieren quasi gehen muss. Und mit der Kiste können halt alle Randoms sich auch oder aus dem Squad ihre Verbände wieder auffüllen. Dafür hat er halt nur eine Pistole. Okay, dann Automatikgewehrschütze, klassischer Sturmsoldat mit hier in dem Fall beim Deutschen einer STG, also sprich einem Sturmgewehr oder hier der zweite hat eine MP. Wo unterscheiden sich die gleich wieder? Ja, richtig, der zweite hat eine MP, eine Nebelgranate, der erste dafür Handgranaten, das kann man, also Stielgranaten, das sieht man ja dann. Der Sturmangreifer ähnlich, der hat halt auch noch ein paar verschiedene Loadouts wie den Grenadier mit einem Haufen Granaten dann dabei und anderen Geschichten. Und der Gewehrschütze ist quasi der Standardtyp, der Standardsoldat. Und jetzt einzige Besonderheit vom Gewehrschützen, von allen anderen Klassen kann es maximal nur einen gleichzeitig im Squad geben. Also nur ein Pionier, nur ein Panzerabwehrsoldaten, nur ein MG-Schützen. Aber Gewehrschützen, das ganze Squad kann aus Gewehrschützen bestehen. Also wenn ihr nicht wirklich wisst, was ihr tun sollt oder einen Befehl von eurem Offi kriegt und ihr jetzt nicht irgendwas blocken wollt oder vielleicht selber jetzt einfach ein bisschen rumfighten wollt, dann ist der Gewehrschütze euer Mann. Aber jetzt erst nochmal zum Offizier. Meiner Meinung nach eines der stärksten Loadouts im Spiel.
Denn erst einmal die Diversität, der hat entweder standardgemäß das erste Loadout mit MP-Pistole, er hat Granaten, er hat Nebelgranaten, er hat auch noch ein Fernglas und die Uhr zum Bauen, da komme ich dann gleich dazu. Das zweite Loadout, meistens, zumindest bei den Deutschen, das beste, das Gewehr 43, ist nämlich halbautomatisch und quasi ein Zwischending aus Long Range und es ist in jeder Situation gut zu gebrauchen. Und das dritte Loadout, das hat keine Pistole mehr, dafür ein Gewehr, also eher ein Long-Range-Ding und dafür mehr Granaten, 3 Stück statt 2. Okay, so, das nächste. Jetzt ist ja das Spiel hier schon ein bisschen fortgeschritten. Man sieht schon, was ist Sache. Jetzt haben wir einen Squad gejoint. Wir sagen am besten gleich am Anfang mit, sehe hier Hallo, Servus, Moin Moin oder whatever. Auf jeden Fall, dass die Leute wissen, dass ihr kommunizieren könnt. Da kann ich nur empfehlen, das immer so zu machen, weil wenn ihr einen Offizier haben wollt, der tatsächlich auch was macht, und nicht einfach nur stumm vor sich hinspielt, reingehen, einmal Moin Moin sagen, schauen, ob er reagiert und dann wisst ihr Bescheid. Entweder ihr macht halt dann ein Spiel für euch selber oder er gibt tatsächlich auch Befehle und so und dann wird es was richtig Gutes, ne? Eine richtig gute Runde. So, ganz am Anfang, man hat immer die Möglichkeit, hier an den 3 verschiedenen HQs zu spawnen, also im Hauptquartier quasi. Und alles andere ist Spieler gebaut. Und jetzt zeige ich auch mal gleich, warum. Also, wir joinen mal hier zum Beispiel in der Mitte. Übrigens sollte man hier auch noch sagen, das Stationieren läuft immer in Wellen. Also sprich, wenn ihr jetzt draufklickt, in der nächsten Welle kommt ihr dann aufs Schlachtfeld und das seid ihr dann auch. Okay, dann machen wir mal weiter. Wir sind jetzt gespawnt. Im Regelfall solltet ihr immer schauen, dass euer als Offizier euer Squad beisammen bleibt und das macht, was ihr auch Bock drauf habt. Und das Einfachste, um das zu tun, ihr werdet oft die Map brauchen und wenn ihr jetzt auf einem normalen Kriegsführungsserver seid, dann gibt es immer 5 Punkte, um die gekämpft wird. Ja, das ist einfach wie A, B, C, D und so weiter. Wer alle 5 vom Gegner einnimmt, dann endet das Spiel sofort. Wenn es nicht schaffbar ist, dann endet es nach 1,5 Stunden so eine Runde und wer halt dann zum Schluss die meisten Punkte hält, also zum Beispiel 3 oder 4, der gewinnt halt dann das Spiel. So, jetzt würde ich zum Beispiel hergehen und sagen, so Jungs, Ingame, wir machen jetzt Folgendes, entweder der Commander sagt was oder ich muss mir jetzt selber was aus dem Petto ziehen. Ich sage zum Beispiel, hey, wir verteidigen jetzt Erdscheune und damit die wissen, wo es hingeht, einmal Rechtsklick auf die Map und jetzt öffnet sich hier ein komplettes Ding von Markierungen, die ich setzen kann. Der einfachste ist immer der Bewegungsmarker. Dann sieht nämlich jeder auf dem Feld auch diesen Bewegungsmarker. Weil ich den selber gesetzt habe, ist er grün. Für alle im Squad wäre er ganz normal blau. Übrigens wichtig, wenn ihr T wie Theodor drückt, könnt ihr das Ganze hart einblenden. Wenn ihr wieder T drückt, ist es wieder ausgeblendet. Just so, damit ihr mal das genau wisst. Ne? Wo sehe ich, wo mein Team ist? Das ist ganz easy. Und zwar, wenn du auf M drückst, siehst du grundsätzlich, die blauen Punkte sind alle deine Verbündeten, die Gegner siehst du nicht. Dein Team ist dann mit grünen Punkten markiert. Ja, also das sind quasi genau wie hier, nur halt in grün. Die Offiziere erkennt man übrigens daran, dass sie einen Buchstaben über ihrem Namen haben und noch so einen kleinen Pfeil vor der Schnauze. Ja, daran erkennt man die Offiziere. Nochmal kurz zurück, Erklärung, wie gesagt, dann weiß jeder, wo wir hinlaufen müssen. In dem Fall werde ich mir jetzt da gleich einen Transporttruck schnappen. Aber erst einmal wegen Trucks und Fahrzeuge. Wenn sie leer sind, die verbündeten Fahrzeuge werden immer hier so als schwarz umrandete Dinger dargestellt. Und wenn man drüber hovert, sieht man auch zum Beispiel Transporttruck, der wird dargestellt, 4 Ecke mit 3 so Kugeln drin. Da können bis zu 2 Squads mit drin fahren. Dann hier mittlere Panzer mit 2 Punkten, ein Recon-Panzer mit 1 Punkt und einem Dreieck. Das ist ein Aufklärungspanzer. Der leichte Panzer mit nur 1 Punkt drin und ein schwerer hätte dann 3 Punkte. Außerdem gibt es daneben auch noch einen Supply Truck. Werter Commander, magst du mal in der Mitte einen Supply Truck spawnen? Ja, aber sicher. Das ist hervorragend. Also nochmal, ich bin jetzt normaler Infanterist, das heißt, ich kann in gepanzerte Fahrzeuge mit F nicht einsteigen. Selbst wenn ich es wollen würde, geht nicht. Aber in Trucks und so Leichtfahrzeuge auf jeden Fall schon. So, erstes Ding, woran erkenne ich, was für ein Truck was für eine ist. Transporttrucks, die haben immer hinten die Ladefläche offen, weil hier sitzen dann quasi die ganzen Leute. Und Supply Trucks, die haben hier immer entweder, außer bei den Russen, da sieht man dann die Kisten direkt hinten drauf. Aber bei den Amis und bei den Deutschen haben die Supply Trucks einfach hinten auf der Ladefläche nochmal so, ja, Schutzabdeckung. Supply Trucks können immer nur 2 Leute fahren. In einem Transport Truck können ganze, wie gesagt, 12 drin fahren. Dafür hat der Supply Truck eine Besonderheit. Da kommen wir gleich dazu. So, ich sitze jetzt drin. Unten in der Mitte sieht man den Zustand des Fahrzeugs und nochmal den Engine, also den Motor. Wenn der nicht mehr geht, dann geht gar nichts mehr. Aber jetzt erst einmal, ich lasse das Fahrzeug an, indem ich E halte.
Und dann ist zumindest bei den Trucks relativ einfach. Die haben nämlich Automatikschaltung, WSAD, wie man es kennt. Und so setzt sich das Fahrzeug in Bewegung. So, dann sage ich mal, wir fahren jetzt mal zu den Punkten. Wie gesagt, eingenommene Gebiete im Hintergrund, die sind mit einem Schloss versehen, die kann der Gegner nicht einnehmen. Es wird immer nur um den vordersten Punkt gekämpft. So weit, so gut, aber trotzdem kann der Gegner hier rumlaufen. Ja? Man sollte vielleicht an der Stelle noch sagen, ja, wobei, nee, da komme ich dann erst später dazu, wenn es um Spawnpunkte geht. Aber jetzt fahren wir erst einmal dahin. Ich werde jetzt einfach mal probieren, vorne einen Hardcap zu fahren und dann erzähle ich euch mal da ein bisschen mehr drüber. Sieht man Minen immer? Die Minen kannst du optisch immer erkennen, aber auf der Map oder so siehst du nur die eigenen. Beziehungsweise wenn du TMT das HUD aufrufst, dann siehst du, wenn du nah daneben stehst, auch eigene Minen separat angezeigt, aber keine feindlichen. Die musst du wirklich erkennen. Zeigen wir aber gleich auch nochmal her. So, dann fahren wir mal da an die Front. Und dann kann ich gleich mal ein bisschen was zeigen. Und zwar, dieser Supply Truck ist vor allem für Pioniere und für Offiziere wichtig. Damit kann ich nämlich Supply-Kisten legen. Und dazu erzähle ich jetzt gleich was. Wegen Offizier. Was ist eigentlich ein Offizier? Was ist deine Hauptaufgabe als Offizier? Ich habe vorher gesagt, das Squad anleiten, das ist definitiv eine Aufgabe. Aber es gibt noch eine wichtige, und zwar der Offizier ist dafür verantwortlich, dass Spawnpunkte gebaut werden. Zum Beispiel mache ich das jetzt entweder, indem einer in meinem Squad die Unterstützerrolle hat und so eine Supply-Kiste legen kann, oder aber auch zum Beispiel mit so einem Supply-Truck. Wenn ich jetzt an Ort und Stelle bin, wo ich es werfen will, halte ich die rechte Maustaste gedrückt. Und siehe da, Moment, ich schalte mal den Motor ab und steige mal aus mit F wieder. Es wird so eine Vorratskiste getroppt. Dies sind übrigens die größten im Spiel. Die beinhalten 150 Vorräte. Dann gibt es noch etwas, das der Commander mit Fallschirm droppen kann. Die beinhalten 100 Vorräte. Und die kleine Kiste, die der Unterstützer droppt, da drin sind 50 Vorräte. So, warum brauche ich das? Als Offizier habe ich so eine kleine, schöne Uhr bei mir, und das ist eine der wichtigsten Sachen, die man definitiv im Spiel als Offizier braucht. Und zwar, man ist dafür verantwortlich, Spawn Points zu bauen. Also wo dein Team spawnen kann, ist ein sogenannter Außenposten. Wenn ich jetzt hier die Uhr in der Hand habe und rechte Maustaste halte, sieht man so das kleine Blueprint. Wenn es grau ist, geht es nicht. Also schaue ich irgendwo, wo kann ich spawnen. Und hier gleich nochmal an alle Offiziere in Spe, bitte nicht irgendwo auf offenem Feld bauen, sondern wenn möglich. Ich weiß, ich stehe hier, vorne ist der Gegner, also versuche ich es jetzt hier hinter das Haus zu basteln und halt dann Linksklick auch noch gedrückt, bis es gebaut ist. Und jetzt könnte mein Squad hier spawnen. Diese Dinger kann ich übrigens, und jetzt nochmal eine wichtige Sache, auch wieder abbauen als Offizier. Ich kann hergehen und F halten und den wieder zerlegen. Wo ist der Vorteil? Warum sollte ich sowas machen? Nehmen wir mal an, wir verlieren jetzt unseren Punkt hier, und wenn wir diesen Punkt verlieren, dann ist die komplette 5er und 6er Linie rot. Ist dann gilt als Feindgebiet. Und immer wenn was eingenommen wird, werden alle Spawns, die hier in der Gegend sind, rausgenommen. Die sind dann nicht mehr da. Das heißt, wenn ich jetzt schon weiß, oh, in den nächsten paar Sekunden ist die Erdscheune hier zum Beispiel verloren, könnte ich jetzt zu meinem Außenposten hingehen und den wieder zerlegen. Warum? Wenn ich nämlich jetzt einen baue und der wird kaputt gemacht, weil der Gegner das Gebiet einnimmt, ich habe einen sogenannten Cooldown. Sprich, ich muss 120 Sekunden warten, bis ich einen neuen Außenposten setzen kann. Im Regelfall. Außer, ich baue meinen eigenen Außenposten ab. Dann kann ich nämlich direkt instant wieder einen neuen setzen. Trick 17, wichtig, weil so kann man zum Beispiel hergehen und sagen, oh scheiße, ich habe gerade erst einen Außenposten gesetzt, die Erdscheune wird gleich verloren, ich will aber, dass meine Leute weiterhin hier spawnen können, also baue ich das Ding ab, warte, bis Erdscheune verloren ist und baue den dann wieder neu. Denn als Offizier kann ich diese Außenposten nicht nur auf Verbündetengebiet bauen, sondern bis zu 2 Blöcke rein, auch ins Gegnergebiet. Das heißt, ich könnte jetzt bis hier unten in der 8er Linie auch noch einen Außenposten bauen. Hier unten dann nicht mehr. Es gibt eine einzige Ausnahme von der Regel, und zwar die Aufklärer-Squads, also die Sniper-Squads, die können ihren Außenposten überall bauen. Bei denen ist das völlig egal. Aber die Infanteristen maximal 2 Blöcke ins Gegnergebiet rein. Jetzt das nächstwichtigste als Offizier.
Diese wunderbaren Außenposten sind toll, werden aber vom Gegner zerstört, wenn die weniger als 10 Meter, glaube ich, an den, oder 5 sogar nur, an den Außenposten rangehen. Also sagen wir mal, hier hinter dem Baum ist ein feindlicher Außenposten, ich sehe den, ich laufe als Gegner hin, bam, der ist weg. Ich kann den aber auch zum Beispiel mit einer Granate außer Gefecht setzen. Wenn ich jetzt eine Granate neben den feindlichen Außenposten werfe, ist er zerstört. Was ist noch extrem wichtig? Ich will ja nicht nur, dass mein eigenes Squad hier spawnt, sondern auch, dass das die ganzen anderen Verbündeten da spawnen können. Und das geht ganz einfach, indem ich eine sogenannte Garnison baue. Das heißt, ich halte wieder meine Uhr in der Hand, halte Rechtsklick, aber mit Mausrad kann ich auswählen, was ich bauen will. Man sieht schon, Außenposten sehr klein und die Garnison verflucht groß. Die Garnison hat aber auch gewisse Regeln. Ich kann die Garnison nur im blauen Gebiet, also im verbündeten Gebiet setzen, aber ich kann die nicht einfach so setzen, sondern ich brauche, wie gesagt, sogenannte Supplies. Die Supplies werden dargestellt durch dieses kleine weiße Hammer- und Schaufel-Symbol, weiß mit der schwarzen Hammer und Schaufel drin. Daneben steht die Anzahl 150 und ich brauche 50 Supplies, um diese Garnison bauen zu können. Ich halte wieder Linksklick gedrückt, bam, das Ding sitzt und jetzt, sehr, sehr wichtig zu wissen, das gesamte Team kann hier spawnen. Es gibt aber noch was Wichtiges zu wissen. In einem Umkreis von ganzen 200 Metern kann keine andere Garnison mehr gebaut werden. Das heißt, ich kann nicht einfach so viele bauen übereinander, wie ich lustig bin. Was euch ein bisschen hilft beim Garnisonbauen als Offizier ist, diese Blöcke, die ihr hier seht, sind genau 200 mal 200 Meter groß. Das heißt, wenn ich weiß, hier am unteren Rand von vom F5-Block steht eine Garnison, dann weiß ich, hier am unteren Rand von F6 kann ich definitiv auch eine bauen. Wenn ich es genauer wissen will, mache ich hier rechtsklick einen Ping drauf oder irgendein anderen Ding, drehe mich um und schaue, 209 Meter, geht sich ganz genau aus, ne? So viel zu dem Thema. Es gibt aber noch eine Besonderheit, und zwar sogenannte Red Zone, also rote Zonen, Garnisonen, und die zeige ich auch nochmal schnell her. Das ist aber eine ganz andere Hausnummer und taktisch was sehr, sehr Geiles, aber auch was sehr Gefährliches. Ich habe vorhin gesagt, man kann Garnisonen nur im blauen Gebiet bauen. Das ist eigentlich auch so. Im blauen Gebiet haben Garnisonen nämlich einen riesen Vorteil. Erstens, sie zeigen Gegner an, genau wie jetzt hier Feind in der Nähe mit einem kleinen Ausrufezeichen. Das heißt, im Bereich von 50 Metern waren es, glaube ich, ja, im Bereich von 50 Metern um die Garnison rum ist jetzt irgendwo ein Feind. Das heißt, wenn ich die perfekt um einen Punkt aufstelle, dann weiß ich schon mal, Punkt 1, von wo kommt der Gegner her. Sehr wichtige Information. Diese Garnison kann aber auch abgebaut werden, wie zum Beispiel, also vom Gegner, der rennt zu der Garnison hin, legt sich direkt daneben, hält F gedrückt und kann die Garnison abbauen. Dauert aber eine Zeit. Wenn das durch ist, ist die Garnison weg. Die Garnison kann nicht vom Gegner mit Granaten zerstört werden, wie in Außenposten, aber zum Beispiel mit einer Panzerabwehrrakete vom Panzerabwehrschützen. Der hat ja eine Panzerfaust dabei, damit einmal auf die Garnison gezielt, das Ding ist weg, oder halt mit F einfach abbauen. Aber ansonsten nimmt die Garnison keinen Schaden, halt nur von Panzer. Granaten direkt von einem Panzerabwehrschützen oder von einem Tank, ne, von einem richtigen Panzer. So, jetzt schauen wir mal her. Unser nächster Task wäre jetzt eigentlich, wir wollen Waldrand angreifen, aber ich will jetzt nicht ins direkte Gefecht. Sagen wir mal, hier in der Mitte wäre jetzt die Position, die wir angreifen sollen. Jetzt könnte ich hergehen und hier hinter den feindlichen Linien meine Kiste droppen. Oder zum Beispiel der Kommandant kann einen Supply Drop anfordern, sind ja auch 100. Oder, und jetzt wird es interessant, ich habe zwei Unterstützer, also einen in meinem Team und noch einen zweiten dabei, weil die ja nur 50 jeweils droppen können. Denn ich kann im feindlichen Gebiet auch eine Garnison bauen, aber die kostet dann 100 Supplies und nicht mehr nur 50. Das heißt, man muss sich entweder gut koordinieren oder halt was anderes schauen. Und jetzt gibt es ein paar Regeln für Red Zone Garnisonen. Wenn wir jetzt Waldrand hier eigentlich bekämpfen würden, dann könnte ich zum Beispiel, hätte ich die wahrscheinlich irgendwo hier auf F10 oder so gebaut, beziehungsweise wenn wir jetzt uns mal in den Gegner versetzen, Bisery Foyer Road, darum wird gekämpft werden, dann hätte ich die Garnison wahrscheinlich hier irgendwo auf D7 oder hier auf H7 gesetzt. Warum so weit weg vom Punkt? Ganz einfach. Ich habe vorhin gesagt, eine Garnison auf verbündetem Gebiet zeigt Gegner mit so einem kleinen Ausrufezeichen an, ne? Innerhalb von 50 Metern. Wenn der Gegner jetzt innerhalb von 15 Metern steht, also quasi schon direkt vor der Garnison, dann ist die tiefrot und man kann nicht mehr dort spawnen.
Eine ähnliche Regel gilt für Red Zone Garnisonen. Nur die ist hier viel, viel strikter. Denn hier ist es so, sobald ein Gegner 100 Meter im Umkreis steht von dieser Garnison, also wirklich ein gedachter Kreis, wird die instant komplett rot und man kann nicht mehr dort spawnen. Das heißt, wenn ich jetzt wie manche Idioten, die ich schon gesehen habe, wir wollen hier Waldrand angreifen und ich droppe jetzt hier Supplies und baue jetzt hier eine Garnison, wird das nie im Leben funktionieren, weil die so nah dran ist, hier auf dem Hardcap, also der, so nennt man das übrigens, die schwarze Kreis- und strichelierte Linie, da sind ja die Verteidiger, die wollen Waldrand verteidigen und da das so nah dran ist, wird hier dann wahrscheinlich nie jemand spawnen können. Deswegen hätte ich es eher ein bisschen weiter hinten gebaut, damit ein schöner Flankenangriff zustande kommt. Ne? So, übrigens, jetzt hat man gerade gesehen, auch sie haben Bessery Foy Road eingenommen, die Gegner wieder. Das heißt, alles ist jetzt auch hier despawned, was wir gebaut oder gelegt haben an Spawns. Und ich könnte jetzt hier auch nichts mehr bauen, weil Platzieren auf gesperrtem Territorium nicht möglich. So, kurz nochmal zum Thema Garnisonenbau. Wir sind hier quasi im dritten und nicht nur im zweiten Kasten. Deswegen kann ich hier in gesperrten Gebieten nichts bauen. Ich könnte erst wieder ab, machen wir mal hier einen Bewegungsmarker drauf, also sprich eigentlich theoretisch genau hier ab der Linie, da könnte ich bauen, kann ja gleich mal jetzt zeigen, aber dieser Supply Truck hat immer nur zwei Supply Kisten drin und dann muss er wieder aufgefüllt werden, das heißt, das wird jetzt nicht mehr funktionieren, aber ich kann es jetzt mal zeigen, hätte ich jetzt Supplies dabei, dann könnte ich jetzt hier aussteigen und hier wieder eine Garnison bauen, aber wie gesagt, jetzt haben wir nicht genügend Vorräte an dem Ort vorhanden. 100 würden wir brauchen, dann hätte ich jetzt wieder eine Red Zone Gary hier hingeklatscht und man hätte hier einnehmen können. Genau, so viel zum Thema Garnison. Eins sollte noch gesagt sein, am perfektesten stellt man mindestens 3 bis 5 Garnisonen um einen zu verteidigenden Punkt rum. Und wenn möglich, nicht unbedingt auf den Hardcap. Warum? Denn so eine Garnison kann von einem vom Commander ausgeführten Bombing Run, wie man ihn hier sieht, also am Bombardement, zerstört werden. Und die Bombing Runs sind hauptsächlich immer auf den Hardcaps zu finden, also da werden es die Kommandanten draufwerfen. Und wenn dann halt genau da die Garnison steht, wird die zerstört. Außerdem, der Gegner greift genau diesen Hardcap an und wenn da eine Garnison ist, dann ist die auch weg. Also perfekt wäre quasi an der Frontlinie, in der Flanke und nochmal hier Backup-Garnisonen. Je nachdem, kann je nach Terrain unterschiedlich ausschauen. Aber Minimum, wirklich absolutes Minimum in der Verteidigung, sind eigentlich 3 Garnisonen. Mit einer gewinnt man kein Spiel. Schafft man nicht. Keine Chance. Weil wenn der Gegner hergeht und das dismantelt und wir haben sonst keine Backup-Garnisonen mehr, müssten wir ganz hinten am HQ spawnen und dann dauert es erst einmal ewig, bis man wieder an die Front kommt. Ne? Wichtig. Machen wir mal kurz was anderes. Mein Supply Truck ist leer. Was muss ich tun, damit ich wieder Kisten kriege? Und zwar ganz einfach, ich fahre in eins der 3 HQs und da sehe ich diese weißen, tollen, kleinen Dinger. Das eine ist ein Instandsetzungsstützpunkt, da kann man Fahrzeuge reparieren lassen. Und das andere ist ein Munitionsdepot. Das schaut aus wie so ein kleines Krangestell. Wenn ich da in die Nähe hinfahre, werden wieder Ressourcen in den Kofferraum geladen. Diese die Reparaturstützpunkte, die kann übrigens auch ein Pionier mitten im blauen Gebiet irgendwo auf Freundesland positionieren, wenn er Vorräte hat, um zum Beispiel Panzer besser an der Front zu unterstützen. Aber wenn es um Munition geht, muss ich leider immer wieder zurückfahren. Aber okay. Mal was anderes. Wir sagen, die taktische Situation hat sich geändert. Ich muss ganz schnell woanders hin. Was mache ich? Klick auf Escape und klick auf Versetzen. Ja, im Endeffekt bringe ich mich damit selber um, aber dafür kann ich ganz schnell an einem anderen Ort sein. Wenn zum Beispiel wir gerade im Angriffssquad sind und aber jetzt unser zu verteidigender Punkt flöten geht und wir wissen jetzt schon, oh, wir werden das nicht rechtzeitig cappen, der Gegner ist schneller, dann lieber mal zurückziehen. Aber am besten immer auf den Commander hören. Und das kann ich jetzt zum Beispiel machen, indem ich mich versetze und dann suche ich mir den Spawnpunkt aus. Wir zum Beispiel hier direkt an der Front bei Bizzery. Klick auf Stationieren und man hat es jetzt vorher gesehen, in 8 Sekunden ist die nächste Welle. Sobald ich mich hier eingetragen habe, quasi, spawne ich dann mit den anderen Soldaten mit. Bam, da bin ich.
Ja, er ist zum Beispiel auch gerade gespawnt. So viel zum Thema. Offizier ist am wichtigsten, weil der halt die ganzen Spawn-Points macht. Und das ist das, was jeder Offizier pausenlos machen sollte. Wenn ihr am Kämpfen seid, versucht immer, man nennt das, den Außenposten mitzuziehen. Also Beispiel, ich gehe mit meinem Squad über die Flanke, hier über die Gräben rum und versuche von hier aus hinten Bissery anzugreifen. Dann schaue ich natürlich, dass ich irgendwo hier auf dem Ping natürlich dann meinen Außenposten platziere, und mitziehen bedeutet immer alle paar Minuten, wenn ich halt den Ding wieder hab, der Cooldown wieder weg ist, dann versuche ich den Spawnpoint immer weiter nach vorne zu setzen, weil das ist Gebietsgewinn. Wenn ich keinen Außenposten mache und meine Leute sterben, müssen die immer wieder hier spawnen, und wenn wir flankieren wollen, immer wieder hier außen rumlaufen, und das dauert natürlich ewig und so bauen wir keinen Druck auf. Deswegen Außenposten sind wichtig, aber die Garnisonen ebenfalls. Ganz, 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 ganz important. Wie groß ist denn der Nutzungsradius der Supplies? Das ist eine gute Frage. Und zwar, so eine Supply-Kiste ist egal, ob das jetzt eine ist, die einen Supplier legt oder sonstiges. Die haben einen Radius von 50 Metern. Das heißt, wenn jetzt ich hier eine Garnison bauen will und ich habe jetzt einen Soldaten, einen Unterstützer dabei, muss der nicht direkt hier daneben die Kiste hinlegen. Es reicht, wenn er sie hier hinten hinlegt, irgendwo, weil ich bin noch im Radius von 50 Metern und kann dann trotzdem hier was bauen. Dann gehen wir noch ein bisschen auf Taktik ein, würde ich sagen. Was mache ich nämlich zusätzlich noch, außer Spawnpoints bauen und Leute erschießen? Ich kommuniziere mit meinem Squad. Wie gesagt, mit C habe ich die Möglichkeit, man sieht, währenddessen ich C halte, ist links unten mein Name grün angezeigt. Währenddessen kann mich das gesamte Squad hören. Wenn ich jetzt auf C bin, dann hört mich das komplette Offiziersteam. Hallo Offiziere, moin moin. Losti, hörst du mich? Ja, leider. Netter Mensch. Übrigens, das war gerade der Kommandant, man erkennt ihn am goldenen Namen. Der hat übrigens auch als einziger hier so einen ganz speziellen Button in Gold mit drei Punkten drin. Das ist der Offizier, ne? Also der Oberkommandant, der eigentlich die Leute befehligt, ne? Die einzelnen Squads. Okay, soviel dazu. Und wie gesagt, V ist dann halt jetzt noch der Umgebungschat. Der wird jetzt seit neuesten, seit dem Update in Blau dargestellt. Also jetzt können mich alle Verbündeten quasi in der Nähe rum hören. Ne, Losti? Ja, ich höre dich. Perfekt. So, okay, so viel dazu. Und jetzt natürlich, wie gesagt, Kommunikation ist key. Ja, ich hab mal ein Geschenk für dich. Ah, Entschuldigung, das musste jetzt sein. So, übrigens, das ist auch ein gutes Beispiel. Teambeschuss ist an. Teambeschuss ist an im Spiel. Jetzt wurden wir übrigens gerade von einem Panzer zerfetzt. Das werden die natürlich probieren. Übrigens, wenn ihr stark unter Beschuss seid, ihr habt es gerade gesehen, dann verschwimmt der Bildschirm und ihr seid nicht mehr in der Lage, ordentlich zu zielen oder sonstiges. Das ist für euch am besten der Zeitpunkt, um zu sagen, Kopf in den Dreck. Da kann ich auch noch mal gleich was erklären, und zwar... Das ist jetzt Rundenende. Rundenende, da wird nochmal im Squad dargestellt, wer ist Kampfeffektivität, offensiv, defensiv und unterstützungstechnisch am effektivsten gewesen. Und ich kann jetzt zum Beispiel dem Losti hier, indem ich auf einen Nuller klicke, noch einen Punkt geben. Das heißt, er kriegt jetzt dann 10% extra XP. Das ist quasi eine Belobigung. Also unbedingt diesen Punkt nutzen, vergebt den. Alles andere wäre halt... schade. Ihr seid Offizier und habt einen super Kommandanten, gebt dem euren Punkt. Oder euer Squad hört gut auf euch und ihr wollt einem davon was Gutes tun, gebt dem den Punkt. Ne? Nochmal ganz geschwind für alle zum Bescheid wissen, wie funktioniert's? Ich bin jetzt ein normaler Dude quasi, will jetzt nicht Offizier machen, weil ich noch neu bin. Ich sehe, hier das Able Squad ist zwar, hat ein Schloss davor, aber vielleicht nehmen sie mich an. Ich klicke hier auf diesen kleinen Pfeil. Dann kommt jetzt erst einmal die Frage... Hätte ja ein Missklick sein können. Willst du wirklich Able beitreten? Klicke ich auf Y. Ja, jetzt kriegt er die Meldung. Jetzt hat er mich angenommen. Passt. Ja, ich will beitreten. Bam. Und jetzt bin ich in diesem wunderbaren Auswahlbildschirm. Jetzt kann ich quasi schauen, welche Klasse mache ich. Panzer und Speer geht nicht. Ich bin ja in einem Infanterie-Squad. Aber wie ich vorher schon erklärt habe, gibt es jetzt die verschiedensten Loadouts. Und da würde ich euch gerne mal ganz geschwind den... Pionier zeigen, weil damit kann man am besten Bausystem schon mal was herzeigen.
Übrigens nochmal an der Stelle, liebe Freunde, ich habe vorher erklärt, so ein Munitionsstützpunkt, so schaut der aus. Wenn man in diese Nähe fährt, dann lädt quasi alles, ob jetzt das der Panzer ist oder der Supply Truck, Munition wieder auf. Nochmal ein Ding zu dem Modus. Unsere Aufgabe ist es in Offensive, immer einen Punkt einzunehmen und der Gegner muss diesen verteidigen. Der Gegner kann aber eingenommene Punkte nicht wieder zurücknehmen, also der Verteidiger. Deswegen ist der Modus ein bisschen anders gestaltet, denn wir haben zum Beispiel jetzt nur 28 Minuten Zeit, um diesen Punkt einzunehmen. Wenn wir das schaffen, kriegen wir Zeit dazu. Wenn nicht, ist die Runde vorbei. Weil eine normale Kriegsführungsrunde, habe ich ja vorher gesagt, dauert maximal 1,5 Stunden, außer der Gegner nimmt alle 5 Punkte ein. Hier kann es durchaus auch länger dauern, wenn die Punkte quasi ordentlich lang verteidigen und erst beim letzten zum Beispiel die Entscheidung ist. Wie nimmt man Punkt ein? Auch ganz einfach. Es gibt einen sogenannten Softcap und einen Hardcap. Der Hardcap ist sehr einfach zu sehen. Das ist dieser dicke Kreis, die strichlierte Linie. Der da drin ist, ist ein sogenannten Hardcap und nimmt jetzt gerade ein. Das sieht man hier sehr schön. Ne? Und wenn das komplett voll ist, dauert 2 Minuten, bam, dann gehört uns diese wunderbare Area. Wie gesagt, in dem Modus ist es so, der Gegner kann den nicht mehr zurücknehmen. Wir müssten jetzt Prokurbatterie einnehmen. Wichtig jetzt noch zu wissen, es gibt auch einen sogenannten Softcap. Das heißt, jede Map hat quasi eigentlich 5 Hardcaps für euch sichtbar. Also hier ein und so weiter. Aber im Prinzip ist jede Runde anders, denn in jedem der 4 Bereiche hier, also sprich C, D, 1 und 2 oder E, F, 1 und 2 oder G, H, 1 und 2 ist eigentlich, hier wäre ein Hardcap, hier ist ein Hardcap, hier ist ein Hardcap. Nur ganz am Anfang würfelt quasi der Server einfach aus und pickt sich jeweils einen Hardcap raus. So ist jede Runde immer ein bisschen anders, weil hier, wie gesagt, gäbe es 3 Möglichkeiten, hier gibt es dann 3 Möglichkeiten, hier 3 Möglichkeiten und hier und ne? So ist halt jede Runde immer ein bisschen anders. Kann mal passieren, dass alle straight hintereinander sind, also hier, 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 hier und hier und je nachdem oder mal komplett zickzack, nur dass ihr Bescheid wisst. Also es wird meistens nicht immer um dieselben Punkte gekämpft. So, was ich nur gesagt habe, Softcap. Das heißt, wenn ich jetzt hier ist der Hardcap, das heißt E und F 1 und 2, hier die 4 Blöcke sind Softcap. Sobald ich hier in dem Gebiet rumstehe, verteidige ich, weil es jetzt unser Gebiet ist, oder wenn ich im gegnerischen Softcap bin, das wäre jetzt hier C und D 3 und 4, nehme ich das Gebiet ein. Aber ein Gegner, der hier im Hardcap steht, zählt doppelt so viel zur Verteidigung dazu, wie ich als Angreifer, wenn ich im Softcap stehe. So, jetzt bin ich jetzt nochmal abgeknallt worden, sehr schön, dankeschön. Egal, da kann ich dann dafür etwas anderes herzeigen, und zwar Außenposten. Außenposten werden anders angezeigt als Garnisonen, und zwar mit so einem Dreieck. Und wie gesagt, man kann nur im eigenen Außenposten spawnen. Da ist auch im Regelfall die Spawnzeit kürzer und man ist näher bei seinem Offizier, deswegen benutzt immer die Außenposten zum Spawnen. Ne? Bei den Außenposten und Garnisonen, habe ich vorher vergessen zu sagen, ist es so, dass man Funksprüche hört, auch von Gegnern. Das soll quasi ein bisschen helfen, vor allem den neuen Spielern, wenn man in der Nähe ist, die Außenposten und die gegnerischen Garnisonen besser zu lokalisieren. Also ich höre jetzt zum Beispiel, okay, nur ganz leise, aber da ist irgendwas. Und dann kann ich auf Suche gehen, die feindliche Garnison finden und die zerstören. Wo waren wir jetzt nochmal? Hier beim Spawnen und bei Hard- und Softcap. Ganz genau, da wollte ich noch was erklären. Das heißt, wenn jetzt wir 6 Leute hier auf D3 irgendwo rumgurken haben und die haben hier auf dem Hardcap 3 Verteidiger, dann wird nicht eingenommen, weil es even ist. Wenn wir jetzt hier zu 6 sind und die nur zu 2, dann würden wir tatsächlich starten, Prokurbatterie einzunehmen. Also falls sich jemand schon von euch gefragt hat, wieso, die sind hier nicht auf dem Hardcap, wir haben hier alles verteidigt, dann liegt es daran, dass im Softcap doppelt so viele Gegner sind, wie ihr hier im Hardcap verteidigt. Also so viel dazu, also Hard, Softcap, so schaut's aus. Übrigens, der gute Anführer der Empire, der macht schon was Wichtiges, und zwar Pings. Wenn ihr in einem Squad seid, wie gesagt, Kommunikation ist key. Weil bei einem random Squad werdet ihr keinen Spaß haben, weil da rennt ihr einfach nur irgendwie rum, stirbt, ihr wisst nicht von wo, versucht es wieder, stirbt und so weiter. Wenn ein ordentliches Squad unterwegs ist, dann bleiben die immer bei ihrem Anführer. Jetzt nicht alle auf einen Haufen, weil sonst sind die mit einer Granate weg. Ne, aber ich sag mal so in Schussdistanz oder Unterstützungsdistanz, dass sie sich gegenseitig helfen können. Folgendes Beispiel. Ich sehe da hinten einen Feind und ich stelle mich jetzt hier hin und neben mir ist ein Verbündeter. Wenn ich jetzt einfach, oder hier an der Hecke, wenn ich jetzt einfach
anfange zu schießen und er tötet mich und sagt dann nichts, dann liege ich hier am Boden und der andere Dude denkt sich, von wo kam das Feuer, was ist los, geht hier raus und wird auch über den Haufen geschossen. Besser wäre es, ich sehe den Gegner, sag zuerst erst einmal hier ein Ping, also mit mittlerer Maustaste ist Standardanzeige, dann weiß jeder ungefähr, wo es ist. Perfekt wäre jetzt nicht nur zu pingen, sondern auch sagen, hier Infanterie auf West 285 von meiner Position aus oder einfach nur West 285 Gegner, dann weiß nämlich jetzt jeder Verbündete, wo ist der Feind. Dann gehe ich ins Gefecht und wenn ich dann sterbe, ist die Chance wesentlich, wesentlich größer, dass meine Verbündeten den Typen töten. Und somit das Squad als Ganzes deutlich, deutlich effektiver ist. Also wenn ihr jemanden seht, einen Gegner, einen Panzer, weiß der Kuckuck was, kommuniziert das. Spotten, Aufklärung ist mitunter das Wichtigste im Game und entscheidet darüber, ob eine Seite gewinnt oder verliert. Aufklärung und dann darauf zu reagieren. Das ist absolut key. Wenn es nicht geht, weil zum Beispiel ihr geht hier um die Ecke, er schießt schon auf euch, ihr schießt zurück und glücklicherweise seid ihr derjenige, der lebt, dann sagt, hier auf 285 habe ich gerade einen Gegner erschossen, auch im Nachhinein, weil wo einer ist, ist auch ein zweiter. Ne? Also immer so viel mitteilen wie möglich, aber jetzt nicht Kaffeekränzchen hier machen, ne? Sondern wenn ihr wirklich effektiv spielen wollt, dann versucht natürlich so ein bisschen die Funkdisziplin zu wahren. Aber so Anzeigen und Sachen sind extrem wichtig, weil der Kommandant, der Offizier, der kann zum Beispiel hier dann so gute Infanteriemarker setzen. Jetzt weiß das ganze Squad, da ist Infanterie, in die Richtung müssen wir schauen. Und jetzt kommt das Wichtige. Alle Offiziere und der Kommandant untereinander sehen all diese Buttons. Das heißt, hier der Empire, der kann auch jetzt die Infanterie-Buttons von dem Bravo-Squad zum Beispiel sehen. Und das hilft dem Kommandanten wieder, weil er weiß, wo ist der Gegner und er kann dann quasi Strategien erstellen, um den Gegner zu flankieren. Ne? Also Aufklärung ist key. Und um es einfacher zu machen, kann halt nur der Offizier alles sehen und wir sehen quasi nur die Buttons, die der Offizier macht. Wenn jemand von euch übrigens will, dass ihr etwas spiegelt als Offizier, ist gemeint, zum Beispiel Bravo Squad hat hier einen Panzer aufgedeckt. Kann ich als normaler Able-Member nicht sehen. Wenn jetzt mein Kommandant, also mein Offizier, hier ebenfalls seinen Able-Panzermarker dort drüber legt, also quasi den von Bravo spiegelt, dann sehe ich den auch. Ne? Also das ist gemeint mit Markierungen spiegeln. Und jetzt weiß, wie gesagt, hier jeder, okay, aus der Richtung kommt der Feind, da ist ein Panzer, da ist ein Leichtfahrzeug und so weiter und so fort. Das ist wirklich enorm wichtig, würde ich jedem empfehlen, immer pingen und sagen, wo ist der Gegner. Oder wenn ihr erschossen werdet, übrigens, auch nochmal wichtig, jetzt bräuchte ich vielleicht kurz mal einen von euch, will mich mal jemand schnell teamkillen? Komme! Genau. Ganz kurz, habt ihr das gesehen? Diesen roten Schimmer links vorne, davon kann ich erkennen, okay, aus dieser Richtung wurde ich angeschossen. Los, die bitte schieß mich nochmal an. Und jetzt sehe ich, der ist rechts. Das heißt, das Feuer kam irgendwo von rechts. Und jetzt schieß mich mal komplett um. So, jetzt bin ich umgefallen und weiß, das Feuer kam von hinter mir. Wenn ich jetzt auch noch weiß, okay, ich habe quasi nach Norden geschaut. Ich habe gesehen, der untere Kreis war quasi rot, also ich wurde von hinter mir erschossen. Dann kann ich jetzt meinen Verbündeten sagen, ich wurde erschossen und zwar aus circa südlicher Richtung. Oder wenn ich jetzt hier unten, ich habe immer noch unten, wenn ich keinen Headshot kassiere, immer noch unten meine Anzeige. Ich sehe, ich bin jetzt ausgerichtet Richtung Norden, also wurde ich hinter mir Süden aus südlicher Richtung erschossen. Das heißt, jetzt haben alle anderen Mitglieder eures Teams die Möglichkeit, die schauen jetzt in die Richtung und im besten Fall töten die sofort die Bedrohung und ihr habt noch einen Medic, der kann euch aufheben. Alles ist gut. Ja? So sollte es im Regelfall ablaufen. Und übrigens, Makuri, ich hätte gerne noch was hergezeigt und zwar zum Thema Pionier. Würdest du mir vielleicht hier deine Kiste droppen? Also man sieht jetzt, er ist Unterstützer, droppt jetzt hier eine 50 Supply-Kiste. Kann man übrigens auch hier auf der Map erkennen. Ja? Also jetzt gerade schlecht, aber hier sieht man es. Ne? Und dann kann jetzt ich als Pionier zum Beispiel hergehen,
kann man einen Schraubenschlüssel hier rausnehmen, halte Rechtsklick gedrückt und jetzt habe ich eine ganze Auswahl an Sachen, die ich bauen kann. Zum Beispiel Stacheldraht, wo keine Infanterie durch kann. Oder sogenannte Ressourcenknotenpunkte. Oder hier einen Instandsetzungsstützpunkt. Das ist das, was auch am Spawn rumsteht, was Fahrzeuge repariert. Oder hier, das Ding mit diesen drei Teilen ist ein Bunker. Dann gibt es das noch als Einzelwände. Dann gibt es noch Panzersperren, sogenannte Tschechenigel, die kann ich auch bauen. Und dann suche ich mir jetzt was raus. Ich will jetzt meinen Squad unterstützen, deswegen mache ich zum Beispiel hier einen Ressourcenknotenpunkt Personalstärke. Also ich mit Q und E kann ich das noch drehen, wie ich halt haben will, setze das wohin, wo es geht, halte Linksklick auch nochmal gedrückt und baue das auf. Jetzt ist aber nur das Blueprint gesetzt. Dieses Blueprint bleibt nicht lange stehen, es muss aufgebaut werden und dazu gibt es einen Hammer. Den hat aber nicht nur der Pionier, sondern auch verschiedene andere Klassen, die könnten mir jetzt helfen. Ich gehe hin, aber nicht zu nah. Sonst ist es blockiert und ich kann nicht aufbauen. Und halt Linksklick gedrückt, bis das Ding voll ist. Und dann ist ein sogenannter Ressourcenknotenpunkt gebaut. Was bringen die Dinger? Dazu komme ich gleich. Diese Teile sind nämlich sehr, sehr wichtig. Wie man hier oben sieht, es gibt drei Grundressourcen. Das eine ist Treibstoff, das andere Mannstärke und das dritte ist hier Munition. Die sind vor allem für Kommandanten und so wichtig. Zum Beispiel mit Treibstoff werden Panzer und Fahrzeuge gespawnt. Mit Munition werden zum Beispiel Packs, die der Panzerabwehrschütze aufbauen kann. Also die Munition geht direkt in die Packs rein oder in die Artillerie oder diese Sonderfunktion, die der Commander hat, wie diesen Bombing Run oder diesen Tieffliegerangriff. Die werden alle mit dieser Munition befeuert. Ne? Manpower hat auch noch eine Auswirkung auf die Spawnzeit von Garnisonen und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn für euch wichtig. Standardgemäß kriegt jede Seite 30 pro Minute, das ist jetzt aber neu seit dem Update, das könnte sich nochmal ändern. Aktuell ist es allerdings so ein Ressourcenknotenpunkt. Es ist egal, wo der auf der Map steht, mit dem neuen Update, der bringt dann nochmal 10 pro Minute zusätzlich. Also ihr seht, wir kriegen hier 30 Munition, 30 Treibstoff, aber jetzt 40 Manpower pro Minute. Ich könnte jetzt ein ganzes Set setzen. Das heißt, hier daneben kann ich jetzt zum Beispiel noch einen Ressourcenknotenpunkt für Munition bauen. Und hier noch einen Ressourcenknotenpunkt für Treibstoff. Dazu bräuchte ich jetzt aber jeweils wieder 50 Supplies, Vorräte, um die halt wieder bauen zu können. Die habe ich jetzt aber nicht. Allerdings wichtig zu wissen mit dem neuen Update ist es so, ein Pionier kann nur ein Set von diesen Dingern setzen. Also nur drei Stück, also eins von jedem. Wenn pro Seite, also pro Fraktion, kann es insgesamt 4 Sets an Ressourcenknotenpunkten geben. Also ideal wäre, ich baue hier 3 Stück auf, ein anderer Pionier baut hier 3 Stück auf, noch ein anderer hier und der nächste hier. Ne, ihr wisst, wie ich meine, also sprich die Ressourcenknotenpunkte, insgesamt 4x4 Sets von diesen Ressourcenknotenpunkten können gebaut werden. Die kann der Gegner auch zerstören, aber nur, indem er hinrennt und F hält und sie zerlegt. Und das dauert eine ganze Weile, die zu zerlegen. Ne? Also macht euch da schon mal drauf gefasst. Aber die Dinger sind enorm wichtig und die geben euch auch haufenweise Unterstützungspunkte über die gesamte Zeit. Also damit kann man sehr, sehr schnell leveln, sein Pionier. Just saying, ne? Weiter im Text. Der Pionier kann, wie gesagt, noch sehr viele andere geile Sachen bauen. Ich hätte jetzt aber zum Beispiel hier auch noch eine Antipersonenmine. Das heißt, der Feind könnte hier rumkommen. Ich will die ein bisschen beschützt haben. Also zackel die Bumm, hier bastel ich noch eine Antipersonenmine hin. Das heißt, wenn ein Feind, nur ein Feind in die Nähe geht, geht das Ding in die Luft. Das Ding kann aber auch noch, wenn ich jetzt drauf schieße, oder mit Granaten gesprengt werden. Ne? Just saying, ich könnte jetzt zum Beispiel dann hier auch noch eine hinbauen, weil falls die von der anderen Seite kommen, ne, die Feinde, dann gibt es ein schönes Puff und dann ist der tot. Außerdem habe ich noch Tellerminen, also hier Anti-Panzerminen, die könnte ich zum Beispiel auf die Straße setzen. Am besten ist es halt, wo sie halbwegs geschützt sind und wo man sie nicht sofort sieht, ne. Aber wenn ein Panzer drüber fährt, macht's Puff. Gute Nummer. Der hat noch eine Fackel, wie gesagt, um Fahrzeuge zu reparieren und das war's. Das ist der Job eures Pioniers. Wichtig nochmal zu sagen, wäre vielleicht noch, ihr könnt auch defensive Strukturen aufbauen, habe ich ja vorher gesagt. Das ist ganz geil, wenn ein Punkt sehr, sehr stark ausgebaut ist. Zum Beispiel hier auf diesem offenen Feld wäre doch vielleicht ein Bunker ganz nice. Also gehe ich her und baue hier, muss man halt schauen, wo es geht und wo es Sinn macht, baue hier vielleicht gleich einen Bunker hin.
Am besten ist es natürlich irgendwo, wo schöne Einsicht ist, wo man überall hinschauen kann, pipapo, aber das ist ja jetzt nur zu Schauzwecken. Es funktioniert nach demselben Prinzip. Ich setze das Blueprint. Jetzt kann ich quasi, wenn ich Ressourcen habe, die erste Stufe, die ist nur aus Holz, aufbauen. Wenn ich dann weitere Ressourcen habe, kann ich eine zweite Stufe bauen, dann werden noch Sandsäcke dahinter geklatscht. Das heißt, von normale Munition, MG-Munition und so kommt dann nicht mehr durch, beim Holz schon noch. Und dann gibt es noch eine dritte Stufe, dann ist es ein richtiger, zumindest bei den Deutschen, ein richtiger Betonbunker oder halt richtig schön mit Überdachung und allem Pipapo. Also so ein Dreierbunker kostet haufenweise Ressourcen, aber das ist halt dann schon mal eine starke Stellung. Ne? Ich könnte den jetzt auch noch ausbauen, indem ich sage, okay, ich will nicht, dass hier noch Infanterie vorbeihirscht an der Seite. Deswegen mache ich hier noch so Stacheldraht hin. Ja. Muss man halt immer schauen, dass er dann auch so platziert ist, dass die Leute es wirklich schwer haben, dran vorbeizukommen oder im besten Fall gar nicht. Oder halt dann direkt, also wie gesagt, man sieht es gerade schön, wenn ein Verbündeter in der Nähe ist, kann man nichts bauen. So, und jetzt setze ich hier das Blueprint. Das können übrigens auch die anderen Verbündeten sehen. Und dann hätte ich hier zum Beispiel jetzt tatsächlich gerade einen Scheiß gebaut, weil das eine Blueprint blockt das andere. Also immer erst das eine aufbauen und dann das andere setzen. Aber damit ihr ungefähr einen Sinn kriegt dafür, hier könnte jetzt zum Beispiel von vorn hier keiner vorbei zu diesem Bunker, wenn der ausgebaut ist. Die müssten über die Seite laufen, weil hier, wenn der mal aufgebaut ist, kommt keiner durch und selbst hier kann ich nicht drüber hüpfen. Ne? Das wäre zum Beispiel sehr, 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 sehr nice gemacht und würde die Stellung nochmal deutlich verstärken. Wenn ihr einen Scheiß gebaut habt und was wegmachen wollt, geht hin, haltet F, könnt ihr das Blueprint wieder abreißen. Ne? So, das ist der Pionier. Tolle Klasse, absolut. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter, oder? Kann der Supplier auch zum Aufmunitionieren rennen oder muss der immer den Cooldown abwarten? Haha, das ist eine hervorragende Frage. Der Supplier mit seiner, also der Unterstützer mit seiner Vorrätekiste, muss im Regelfall 5 Minuten warten, bis er die neue Kiste setzen kann. Außer er steht in der Nähe so eines Personalstärke-Knotenpunktes, oder war es Munition? Ich glaube, Personalstärke war es. Nee, oder Munition. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Einer von den zweien, meistens sitzen die eh alle nebeneinander. Wenn er in dem Radius ist, dann reduziert sich sein Cooldown von 5 Minuten auf 2 Minuten. Aber das ist das Einzige, was geht. Also du kannst das nicht irgendwie aufmunitionieren oder so. So, übrigens auch nochmal, um das zu zeigen. Ne, wenn ihr getroffen werdet und ihr nicht tödlich verwundet seid, geht in Deckung und schaut, dass er so schnell wie möglich euch verbindet oder dass ein Medic euch verbindet. Die sind übrigens schneller im Verbinden, weil ihr verblutet sonst. Ihr habt allerdings nur 2 Bandagen. Übrigens auch net to know, wenn ihr mal tot auf dem Boden liegt, also nicht mit Headshot, nicht vollständig, sondern quasi gedownt seid, dann kann euch ein Medic aufheben, aber es geht nur einmal. Beim nächsten Mal seid ihr dann richtig tot. Quasi tot. Gut, machen wir mal hier versetzen. Ich will ein anderes Loadout jetzt erklären. Pionier ist durch. Als nächstes. Ich könnte jetzt nochmal erklären, wie die anderen Sets funktionieren, aber ich habe es am Anfang angerissen. Im Prinzip ist es halt nicht schwer, weil wie man so Sprengladungen oder so anbringt, man nimmt sie in die Hand, es kommt ein kleines Blueprint und du hältst dann einfach die Bauen-Taste gedrückt, fertig, du bringst das an. Genauso funktioniert es halt, wie gesagt, mit dem Hammer hier von dem Pack schützen. Du hast die Pack als Blueprint da, setzt das halt hin, du brauchst deine Supplies, nimmst den Hammer in die Hand und baust das auf. Deswegen wollte ich jetzt den Pionier machen, weil das im Endeffekt ganz gleich ist. Auch hier bei dem Panzerschützen, das ist eine Bazooka, der hat halt 4 Schuss. Er lädt mit R nach, fertig. Da ist eigentlich nicht viel zu sagen. Genauso beim MG, der Unterstützer, wie gesagt. Zum Supplier nämlich nochmal. Wie gesagt, der erste, der Unterstützer, hat halt ein normales Gewehrschützen-Setup, außer er hat halt noch diese Vorratskiste dabei. Ne? Wenn ihr mal auf Level 3 seid, dann bekommt er den zweiten Loadout und der ist sehr, sehr geil. Der hat kein Gewehr mehr, sondern eine MP, also eher auf kürzere Reichweite effektiv. Aber zusätzlich zu dieser wundervollen Supply-Kiste hat er noch 2 andere dabei und das ist ziemlich, ziemlich geil. So, ganz kurz, ich bin jetzt Supplier. Empire, magst du mal schnell zu mir kommen? Schieß doch mal deine Raketen weg. Aber nicht auf mich, sondern egal irgendwo hin. Ja, nicht egal wohin, wir sollten nicht drauf gehen, wenn möglich. So. Folgender Fall, er ist der Bazooka-Schütze, er schießt jetzt dem Tank hinten rein oder in die Seite. Von vorne sollte man es nicht probieren, ne? Wenn man Seite oder hinten rein.
und er braucht jetzt Munition. Ich als Supplier habe jetzt eine Vorratskiste. Wie gesagt, das ist wichtig zum Aufbauen von Garnisonen und Zeug. Ich habe aber auch noch eine normale Munitionskiste. Da kann man seine MP oder normale Muni aufstocken. Aber das ist jetzt die wichtigste hier. Das ist eine Granatenkiste mit links. Klick über links, lege ich die hin. Und er kann jetzt hier Bazooka-Munition wieder rausziehen und kann sofort den Beschuss wieder weitermachen. Und sprich, im Endeffekt hat dann jetzt ein Antitank, der mit so einem zweiten Loadout-Supplier wie mir unterwegs ist, die doppelte Sprengkraft. Allerdings, wenn er das jetzt auch wieder alles verballert, hätte er auch einen Cooldown. Er kann nicht instant wieder zurücklaufen und aufstocken. Also das geht nicht. Aber mal zwei die Effektivität, das ist schon mal ganz cool. Das macht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr viel Sinn. Und ist auf jeden Fall praktisch. Übrigens, wie gesagt, ich kann jetzt hier auch eine Supply-Kisten legen, einfach weil es kann. Im Regelfall wartet drauf, bis das der Offizier euch sagt, aber jetzt könnt ihr der Offizier zum Beispiel hergehen und hier eine Red Zone Gary nicht bauen, weil es nur 50 sind, aber der Pionier zum Beispiel jetzt eine Mauer bauen oder sowas in der Richtung. Ne? Also alles ist möglich. Eine Sache noch zum Kampf. Das hatte ich jetzt nämlich noch kein einziges Mal in irgendeiner Weise angestrichen. Und zwar, wir sind jetzt hier am Kämpfen. Es wird gepinkt. Wir wissen, irgendwo ist der Gegner. Dieses Spiel funktioniert anders als alle anderen Shooter. Denn man ist jetzt nicht hier am Rumsliden mit Fallschirmen von Dächern hüpfen. Jo, danke dir. Weißt du ungefähr von wo? Nein. Ich habe nur einen rüberlaufen sehen. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Call. Passt. Das ist eine übrigens perfekter Showcase, danke, ich habe ihn gekriegt. Er hat mir gezeigt, da ist ein Feind. Ich weiß, da ist ein Feind, ich schaue hin, bring ihn oben. So muss das. Wichtig zu wissen, wenn ihr jetzt sowas kriegt, nicht drauf losstürmen wie ein Blöder, sondern dieses Spiel ist mehr oder minder ein Deckungsshooter. Das heißt, ihr bleibt in Deckung und ihr scannt erst einmal die Area ab. Am besten auch noch, indem ihr Umschalt haltet. Dann habt ihr für kurze Zeit, hält er die Luft an, er zoomt ein bisschen ran und dann geht's los. Dann schaut ihr erst einmal, okay, wo ist der Gegner? Und wenn alles klar ist, dann könnt ihr zum Beispiel zur nächsten Deckung laufen. Ja, jetzt sehe ich zum Beispiel, oh, da weiter links, den hat übrigens vorher der gecallt. Da ist ein Gegner, also könnte ich jetzt hergehen. Ich habe mich bandagiert. Ich weiß, von wo der jetzt geschossen hat. Also gehe ich jetzt her und sage, Feind auf der Position ungefähr. Ich wurde gerade aus der Richtung angeschossen. Vom Gebäude. Am Haus. Jo. Na, perfekt. Kommunikation. Aber das ist jetzt das Wichtigste, dann herauszufinden, wo ist der Gegner. Und das ist auch mit Abstand das Schwerste am Anfang. Überhaupt einmal wissen, wo ist der Gegner, von wo wurde ich überhaupt erschossen zum Ficken. Also. So, jetzt nochmal. Alle Arten funktionieren gleich. Sonst vom Kämpfen her, bis auf der Sanitäter und der Maschinengewehrschütze, auf die wollte ich vielleicht noch eingehen. Und zwar das Beste, was ihr machen könnt. Als Sanitäter, um nicht wirklich die ganze Zeit zu sterben wie die Pflegen, ist mit Köpfchen arbeiten. Also Beispiel, da vorne wird jetzt bei den Fässern hier jemand erschossen. Ein Noob sieht, oh, der ist gedownt, der braucht Hilfe, nimmt seine Morphinampulle, rennt hin, will ihn hochheben und wird auch sofort über den Haufen geschossen. Warum? Naja, ganz einfach, weil der Gegner wahrscheinlich immer noch hier hinzielt und den dann dich auch noch mitnimmt. Das Einfachste oder Wichtigste ist, erst einmal spotten, von wo aus wurde er erschossen oder euch hier vielleicht in dem Fall sogar durch den Graben nähern, wenn der noch nicht respawned ist oder in eurem Squad ist, ihm fragen, von wo aus hat der Gegner geschossen, dann könnt ihr nämlich versuchen, den Gegner erst einmal auszuschalten und wenn der Gegner tot ist, dann den erst wieder hochzuheben. Oder wenn es unklar ist oder gerade viel Feuer am Start ist, dann um Gottes Willen nehmt bitte eure Smoke-Granaten, die jeder Medic dabei habt, smoked den Leichnam ein oder am besten direkt zwischen Leichnam und dem Gegner. Na, weil oft ist es auch so, dass dann der Smoke einfach beschossen wird und dann schaut, dass er euch hier wirklich am besten kriechend nähert oder geduckt nähert, nimmt die Morphinampulle, haut die dem ins Bein rein, dann lebt er wieder. Aber wichtig, jetzt nicht einfach weglaufen, sondern den dann auch noch bandagieren, weil wenn ihr den mit einer Morphinampulle hochholt, ist der noch immer am Bluten. Es ist aber oft so, dass das dann zum Beispiel, wenn jetzt der hier liegt, dann würde er zuerst in Deckung rennen. Macht Sinn, ne? So, hatte gestern einen Loadout-Bug, wie kann ich den umgehen? Das ist vielleicht auch noch eine gute Nummer.
Das ist leider noch ein Bug im Spiel. Einer, der wirklich nur wenigen, also das Spiel ist nahezu bugfrei, aber ein paar gibt es halt doch noch, wie halt überall. Was ist gemeint mit dem sogenannten Loadout-Bug? Das bedeutet, ihr wollt mit einem Loadout, also mit einer zweiten Ausrüstung einer Klasse spawnen, aber ihr spawnt trotzdem mit dem ersten. Es ist leider noch so ein kleines Problemchen vom Game, aber da werde ich euch gleich was dazu erzählen. Okay, also folgendes, ich gehe hier auf Rolle ändern und ich sage, ich will jetzt nicht den ersten Standard, sondern den zweiten Sunny zum Beispiel spielen. Der spielt sich eher wie der erste, nur hat der halt statt einem Gewehr nur eine Pistole, aber dafür eine Kiste mit Medizinbedarf. Das heißt, jeder normale Soldat, der seine Bandagen benutzt, kann hier neue Bandagen rausholen. Also quasi eine Munikiste für Bandagen. So, jetzt habe ich die Rolle geändert. Ich gehe hier auf den Spawn und sage, ich will spawnen. Und wenn das jetzt ein Loadout-Bug wäre, dann würde ich, obwohl ich das zweite ausgewählt habe mit dem ersten Spawnen, ist jetzt hier nicht der Fall. Wie gesagt, bei dem neuen Update ist es mir nur einmal passiert. Wie kann ich das umgehen? Meiner Erfahrung nach, das Beste, was man machen kann, also übrigens, ich zeige nochmal schnell hier den Medizinbedarf, die Kisten, ja. Zack, die wird auch so für jeden Spieler angezeigt. Die sieht man tatsächlich auch auf der Map. Und wenn ich jetzt meine Bandagen verbraucht habe, dann kann ich hier hingehen und kann mir neue holen. Just saying. So, wenn ich jetzt den Loadout-Bug kriege und ich sehe, oh, ich spawn mit dem falschen Loadout, dann macht einfach die Runde durch, bis ihr sterbt. Und jetzt die einzige sichere Nummer, die ich gefunden habe, um das zu fixen. Entweder den Server liefern und neu drauf joinen, aber das will man im Regelfall ja nicht. Das Einzige, was öfter funktioniert, ist tatsächlich die komplette Rolle ändern. Also sprich, ich gehe jetzt von Sunny zum Beispiel auf Maschinengewehrschütze, spiele mit dem eine Runde, bis ich tot bin und dann gehe ich zurück auf den Sunny. Dann soll es eigentlich funktionieren. Ne? So, Maschinengewehrschütze ist jetzt noch ein bisschen anders zu spielen als alle anderen. Jetzt nochmal zum MG-Schützen. Ihr werdet feststellen, ihr könnt nicht einfach schießen. Aus der Hüfte raus geht nur, wenn ich Rechtsklick halte, also quasi anlege. Aber als MG-Schütze ist es sehr, 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 sehr ungenau. Also wenn ihr pusht als MG-Schütze, solltet ihr euch eher in der hinteren Reihe halten und eventuell eure Pistole nutzen, weil ein sauberer Headshot mit der Pistole ist mehr wert, als ein ganzes Magazin irgendwo in die Walachei zu sprayen. Ne? Und als MG-Schütze habt ihr halt einen Vor- und einen riesen Nachteil. Vorteil: Ihr könnt die Hölle auf den Gegner niederregnen lassen. Nachteil: Ihr werdet sehr, sehr, sehr schnell erkannt. Das heißt, am besten setzt man die Waffe ein. Entweder man liegt auf dem Boden. Hier zum Beispiel. Dann kann man sie immer aufstellen und dann gib ihm. Oder man nimmt halt irgendeinen Zaun, ein Fass oder wie jetzt hier zum Beispiel halt die Sandsack-Barrikade als Stützpunkt. Hier baue ich sie auf und dann kann ich richtig Hölle geben. Wichtig zu sagen, es ist, koordiniert euch am besten mit eurem Offizier. Ihr müsst wissen, wo der Hauptangriff der Gegner kommt. Den sollt ihr nämlich unterdrücken, denn eure Aufgabe ist es nicht, so viele Kills wie möglich zu machen, sondern Unterstützungsfeuer zu geben. Soll heißen, ich sehe jetzt hier zum Beispiel Gegner und dann fange ich mal an, das so ein bisschen unter Unterdrückungsfeuer zu setzen. Und nicht so, sondern wirklich, wenn ihr genau und effektiv sein wollt, macht Feuerstöße viel, viel genauer und ihr verschwendet nicht so enorm viel Munition. Ne? Übrigens, als auch hier, wenn das zum Beispiel ein Fenster wäre, drehe ich mich immer so weg, dass ich dann noch beim Nachladen ein bisschen Deckung habe. Und ja, ihr könnt auch hier ranzoomen und eigentlich ist als MG-Schütze zwei Sachen am wichtigsten. Entweder ihr habt eine richtig gute defensive Position, die ihr halten müsst, oder ihr solltet versuchen, öfters mal die Stellung zu wechseln. Verweilt ihr zu lange an einem Ort, weiß das der Gegner, weil halt der MG-Schütze sehr auffällig ist. Und dann werdet ihr relativ schnell sterben und habt nicht viel Spaß dabei. Deswegen MG-Schütze, der ist nicht in der ersten, sondern in der zweiten Reihe und unterstützt seine Leute und versucht quasi Deckungsfeuer zu geben. Das ist so quasi die Hauptaufgabe. Also wenn euch jemand einreden will, wie du schießt und tötest niemanden, kompletter Nonsens, weil ihr habt es vorher auch gesehen, wenn man unter Beschuss steht, alles ist verschwommen, du zwingst den Gegner, sich hinzulegen und dann gib ihm, ne? So, ja, das war es eigentlich schon zum MG-Schützen. Mehr hat er eigentlich nicht, aber ist trotzdem eine sehr, sehr wichtige Rolle. Perfekt ist halt, wenn man sich irgendwo in einem Haus oben im Fenster verschanzt oder einen ordentlichen Bunker oder sowas hat. Das ist perfekt für einen MG-Schützen. Wir suchen uns mal schnell einen leeren Server.
Nehmen wir gleich den hier. Und dann zeige ich jetzt nochmal zwei Sachen. Zum einen nochmal ganz geschwind Aufklärer, aber die unterscheiden sich jetzt nicht so enorm von anderen. Ich habe es vorher auch schon mal angerissen. Der Aufklärer ist halt wirklich nur dazu da, um aufzuklären. Wenn ich jetzt so ein Squad öffne, dann gibt es da nur zwei Rollen. Und zwar den Speer, das ist quasi der Offizier. Der hat ein stinknormales Offizierslautout, bis auf eine Ausnahme. Und zwar, er hat halt noch so Antipersonenminen dabei. Oder in dem Loadout tatsächlich noch eine Munitionskiste. Also ein bisschen anders ist es, aber im Prinzip ist es ein normaler Offizier. Der soll halt mit seinem Fernglas die Gegner spotten, die Panzer spotten oder zum Beispiel seinem Scharfschützen, das ist nämlich der zweite im Bunde, die Möglichkeit geben, Ziele zu erkennen. Also hier schießt da drauf und der Scharfschütze schießt. Ne? Der Scharfschütze ist halt, wie man schon sagt, eigentlich nur ein Dude, der sitzt irgendwo und schießt aus Entfernung. Aber die Hauptaufgabe eines Spähtrupps ist nicht Gegner zu töten, sondern Aufklärung hinter den feindlichen Reihen. Und dieser Spähoffizier ist der einzige, der seinen Außenposten komplett auf der ganzen Map stellen kann. Scheiß, egal wo. So, aber jetzt nochmal das Wichtigste vielleicht nochmal für neue, frische Kommandanten zu sagen. Wenn ihr als Kommandant spawnt, habt ihr hier ein Loadout, was aber eigentlich nicht wirklich viel Sinn macht. Ihr seid kein Frontkämpfer als Kommandant, sondern ihr seid Offizier und zwar der Höchste auf dem Feld. Ihr sollt nicht irgendwo vorn rumlaufen, sondern ihr sollt hier hinten am besten immer bei einem der hinteren Punkte, also nicht direkt an der Frontlinie, damit ihr nicht ständig beschossen werdet sein. Und es gibt ein paar verschiedene Playstyles als Kommandant, aber der richtige und mitunter schwierigste ist Koordination. Das heißt, ihr seid das Bindeglied, es gibt auch kein Squad, ihr seid quasi alleine. Ihr steht die meiste Zeit rum und schaut auf die Map. Man sieht schon, man hat hier auch Befehle am Start. Und das Wichtigste ist jetzt zu koordinieren und wirklich zu sagen, hier, Alpha Squad, ihr macht das, Bravo Squad, ihr macht das und so weiter. Ich sehe viel zu oft Offiziere, die einfach nur sagt, ja, baut da vorne mal eine Garni. Oder ja, geht mal den Punkt verteidigen. Oder hey, wir brauchen da noch jemanden, der Nodes baut. Das funktioniert nicht. Ihr könnt zwar fragen, zum Beispiel, welches Squad würde Nodes bauen. Wenn sich aber dann keiner meldet, müsst ihr halt einfach eins davon auswählen. Oder ihr sagt, Able Squad, ihr seid im Angriff, ihr greift von Norden her den feindlichen Punkt an. Bravo oder Beta Squad, ihr seid in der Verteidigung, in der Hardcap-Verteidigung. Charlie, ihr macht die Großraumverteidigung. Delta Squad, ihr versucht den gegnerischen Punkt von unten anzugreifen. Das Wichtigste ist immer bei einem normalen Match, das ist jetzt hier zufälligerweise gerade Offensive, ist, wenn man nur in der Verteidigung ist, dann wird der Gegner komplett drauf pushen und man wird früher oder später den Punkt verlieren. Das Wichtigste ist auch gleichzeitig den Gegner auf seinem Punkt unter Druck zu setzen. Nicht, wie ich so oft gesehen habe, ein Commander, der sieht, oh, hinten wird der Punkt angekappt und dann schreit er im Kommandantenchat alle zurück sofort in die Verteidigung. Aber dabei waren es nur zwei Squads. Er hat den kompletten Angriff abgebrochen. Jetzt haben alle Gegner sich versammelt und drücken erst recht auf unseren Punkt. Totales Fiasko. Definitiv nicht geil. Das ist jetzt, wie gesagt, euer Hauptjob. Koordination. Ne? Es gibt noch ein zweites Gameplay. Und zwar der sogenannte Support Commander. Wenn es halt wirklich keiner macht und keiner machen möchte, dann kann man das auch tun, aber es ist halt nicht so geil. Der Support Commander versucht Backup-Garnisonen zu bauen. Also in dem Fall, sagen wir mal, das wäre eine normale Runde. Und wenn wir jetzt hier vorn verlieren, dann ist das rotes Gebiet und wir müssten hier weiter verteidigen. Wir sehen aber, wir haben hier nur eine einzige Garnison direkt auf dem Punkt drauf. Das heißt für mich, wir brauchen hier zum Beispiel eine Garnison, hier noch eine Garnison, hier noch eine Garnison oder man geht gleich richtig auf Defensive, weil wenn wir jetzt der erste Punkt, sagen wir mal, der ist schon verloren, wenn wir diesen Punkt verlieren, ist als nächstes Flakgruben zu verteidigen. Und das heißt, man braucht sogenannte Backup-Garnisonen, also Rückzugsgarnisonen. Alles, was hier auf C und D ist an Garnisonen, wird zerstört, wenn die dieses Haus einnehmen. Deswegen würde es Sinn machen, zum Beispiel hier auf E3 eine Garnison zu stellen oder hier eine, sodass, wenn wir das verlieren, hier direkt von der Front aus
unsere Leute gleich wieder angreifen können. Sogenannte Backup-Garnisonen sind enorm wichtig, weil wenn wir jetzt zum Beispiel um diesen Punkt kämpfen, wir haben hier nur eine Garnison und der Gegner zerstört diese Garnison und wir haben hier hinten keine Backup-Garnison, dann müssen die Leute am HQ spawnen und bis die da vorne sind, da war es Flakgruben auch schon überrannt. Backup-Garnisonen sind das Wichtigste. Grundsätzlich Garnison, so viele wie gehen. Maximal gehen 8, aber der Commander hat ja noch, wie gesagt, verschiedene Fähigkeiten. Erstens, jeder Kommandant, der eine Garnison baut, jeder Offizier, kann sie selbstständig wieder abreißen, aber nur seine eigenen. Der Kommandant hingegen, der kann alle Garnisonen zerlegen. Oder er hat hier nochmal sogar einen extra Befehl. Ich klicke auf die Garnison drauf, mache Garnison zerlegen und das Ding ist weg. Dann kann an der Front wieder eine neue gebaut werden. Ne? Also wie man schon sieht, die Dinger haben alle Cooldown und sie kosten alle was. Und das wäre jetzt das Nächste, auf was ich eingehe. Wie gesagt, wir haben hier Ressourcen und die sind vor allem für den Kommandanten enorm wichtig, denn der Kommandant kann nämlich neben Koordination, was enorm wichtig ist, er kann zum Beispiel die Artillerie koordinieren. Ich habe hier zusätzliche Marker. Ich kann sagen, jetzt sagen wir mal, das ist feindlich besetzt. Also mache ich hier einen Marker hin, Artillerie anfordern. Ich kommuniziere und das ist wichtig. Wenn ihr kein Mikrofon habt, geht nicht auf den Kommandantenposten. Ich sage, wenn ich jetzt jemanden sehe, der an der Artillerie ist, oder wir haben keinen, ich brauche aber Artillerie. Also frage ich mal, wer würde denn Artillerie übernehmen? Fragt mal bei euren Leuten nach. Ich brauche jemanden, der Artillerie übernimmt. Ja, jetzt findet man hoffentlich jemanden oder ich muss jemanden befehligen dazu. Das ist halt dann immer ein bisschen schwierig. Aber sagen wir mal, bester Fall, wir haben schon zwei Leute, die hier die Artillerie bemannen. Ich sage, okay, hier auf meinem Marker nehmt das voll unter Beschuss. Oder ich sehe jetzt, oh, da oben ist wahrscheinlich eine Garnison. Also hier bitte Artillerie anfordern, ich gebe das weiter, nehmt das unter Beschuss. Aber ich habe auch noch direktere Möglichkeiten. Und zwar zum einen, hier unten, bevor wir da oben auf die Dinger gehen, nehmen wir mal die hier. Ich kann zum Beispiel Vorratslieferungen anfordern. Das heißt, ich mache mal zum Beispiel, ich will, dass jetzt hier der Punkt ist voll unter Beschuss. Ich will, dass hier von jemandem eine Garnison errichtet wird. Aber es passiert leider viel zu oft, dass Squads keinen Unterstützer, also keinen Supplier dabei haben und die können dann keine Garnison bauen und sie sind selbst zu doof, einem ihrer Leute zu sagen, hey du switcht jetzt auf Unterstützer und spawnst nochmal neue, weil ich muss hier eine Garnison bauen. Machen aus irgendeinem Grund leider ein paar nicht, aber egal. Sagen wir mal, wir brauchen jetzt hier einfach Garnison. Also, ich klicke auf Vorratslieferung, ich klicke auf den Punkt, wo ich sie haben will und dann klicke ich hier nochmal zum Bestätigen auf Befehl bestätigen. Das hat jetzt 50 von den Ressourcen hier gekostet, von der Munition. Und jetzt sieht jeder übrigens hier auf unserer Seite, dass ein Supply Drop bevorsteht. Das kann man ganz einfach daran sehen. Es ist jetzt ein Flieger losgeflogen. Man hört ihn bestimmt auch gleich. Und der macht jetzt per Fallschirmabwurf, bringt der jetzt Supplies. Zu diesen Supplies, das ist ganz wichtig für alle. Und zwar spotten. Wenn das Ding wie so ein Torpedo ausschaut und einen roten Fallschirm hat, dann sind es deutsche Supplies. Wenn er einen weißen Fallschirm hat und so eine Art kleines geschnürtes Päckchen unten dran hängt, dann sind es Ami- oder Sowjetunion-Supplies. Das ist wichtig, dass ihr das eurem Offizier sagt, weil der kann das dann weitergeben, weil im Regelfall, wenn so Dinger gedroppt werden, wird hier eine Garnison gebaut. Wie ich ja jetzt zum Beispiel vorhabe. Die Dinger sind unten. Bonk. Und wenn ich jetzt T drücke, sehe ich 100 Supplies. Das heißt, ich kann jetzt mit meiner Uhr hergehen, auch als Commander, und hier eine Garnison bauen. Jetzt haben wir hier quasi eine Backup-Garnison. Von der aus, wenn hier vorne, selbst wenn wir es noch halten, wenn wir keine Spawnpoints mehr haben, können unsere Leute von hier aus unterstützen. Wichtig. Ne? Aber auch gefährlich, weil diesen Fallschirm sieht jeder. Und vor allem für Garnisonen in Feindesgebiet würde ich keinen Supply Drop anfordern, sondern lieber einen Supplier aus dem Team nehmen, weil das ist halt scheiße auffällig. Weiß halt gleich jeder. Okay, so viel dazu. Das war jetzt eine Art, wie ich meine Leute supporten kann. Wie gesagt, mit den Supplies kann jeder Offizier eine Garnison bauen. Jetzt gibt es aber noch andere geile Sachen, die ich machen kann. Nehmen wir mal wieder an, das hier ist Feindesgebiet. Und hier stehen überall in der Süd-, in der Nord- und in der Ostflanke meine Leute. Und die beschießen hier die Verteidiger. Und ich will aber wissen, was genau geht hier zum Teufel eigentlich vor sich. Also gehe ich her, nehme den Aufklärungsflug. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, den hier irgendwo hinzusetzen. Und wenn ich dann mehrmals noch draufklicke, den Winkel auch noch zu drehen, wie der anfliegen soll. Jetzt sagen wir zum Beispiel,
Ich will so viel wie möglich sehen. Ich sehe jetzt zum Beispiel hier im Norden und im Osten sind unsere Leute, aber hier im Süden werden sie zurückgedrängt. Ich könnte jetzt den so drüber fliegen lassen, aber ich weiß ja, die werden auf unseren Punkt laufen wollen. Also mach es zum Beispiel mal so und schick hier mit Befehl bestätigen einen Aufklärungsflieger drüber. Als nächstes sollte ich jetzt im Befehls- und Kommandanten-Channel sagen, Leute, Offiziere, schaut auf eure Map. Ich schicke einen Aufklärungsflug über Feldhecke oder über den... über B6 oder was auch immer. Dann sehen wir jetzt tatsächlich einen Flieger drüber fliegen und das wird jetzt übrigens ein Foto gemacht. Man sieht jetzt feindliche kleine rote Punkte, wo Infanterie ist, Rauten, wo ein Panzer ist und Rauten, die innen ausgehöhlt sind, wo ein Truck ist. Also wenn ihr eine Raute seht, die nicht gefüllt ist, ist das kein Panzer, sondern ein Transport- oder Supply-Truck. Ne? Und damit kann man dann jetzt schon mal sehen, oh fuck, hier sind ganz, ganz viele Gegner. Und jetzt gebe ich zum Beispiel die Info, Leute, macht euch bereit, ich werde jetzt einen Bombenangriff auf den Feind loslassen und dann könnt ihr reinstürmen. Ich sehe, Bombenangriff kostet 300, das ist eine richtig, richtig teure Aktion. Und jetzt deswegen habe ich den Aufklärungsflieger vorher drüber geschickt, dass ich am besten weiß, okay, wo ist der Großteil der Gegner? Jetzt drehe ich den so hin, wie ich den brauche und fordere den an. Also wie gesagt, zack, es sind einfach mal 300 Dinger weg. 300 Öcken, das Ding kostet Haufen, deswegen brauchen wir Nodes, ne? Also diese Ressourcenknotenpunkte. Und jetzt kommt ein Flieger an, ich sag, Leute, im Kommando-Chat, Leute, Achtung, Feldhecke, geht jetzt ein Bombing-Run drauf, macht euch bereit reinzupushen, aber noch nicht erst nach dem Bombing-Run. Ne? Wichtig, weil wenn die jetzt reinpushen und ich kann damit natürlich auch Verbündete killen. Und dann sehe ich jetzt hier einen Flieger drüber hirschen. Und die Kills gehen natürlich voll auf mein Konto. Und jetzt push, push, push. Leute, Bombing Run ist durch, gib ihm. Und wenn die jetzt reindrücken, ich kann damit nicht nur feindliche Fahrzeuge zerstören, wenn die Bombe direkt das Fahrzeug von oben trifft, sondern auch feindliche Garnisonen, feindliche Außenposten zerstören und natürlich die Infanterie wegmetzeln. In einem Run. Sehr, sehr geil. Die Russen haben übrigens einen Flächenangriff mit Raketen. Das war jetzt so mal das kleine 1x1, wie ich zum Beispiel einen Angriff vorbereite. Zuerst einmal kommunizieren, das was kommt. Dann Aufklärungsflug, dann Bombenangriff und dann sagen Push, 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 jetzt gib ihm. Es gibt aber noch mehrere Sachen. Es gibt noch so einen sogenannten tiefhelligen Angriff, der ist aber nicht ganz so nützlich, muss ich gestehen. Vor allem, weil er halt von den Winkeln so eingeschränkt ist. Aber es ist halt auch eine Möglichkeit. Sagen wir mal hier zum Beispiel die Straße da vorne, da ist alles voller Gegner und ich habe halt Ressourcen im Überfluss. Dann kann ich auch einen Tiefliegerangriff anfordern. Das Problem ist, der ist halt flächenmäßig nicht wirklich sonderlich sinnvoll. Er schießt die komplette Area halt mit, ihr habt es gerade gesehen, mit stinknormaler Munition beschießt die. Wenn da Infanterie in der Nähe ist, wird die über einen Haufen gemäht. Aber wenn ihr 2 Kills oder 3 Kills mit dem Ding macht, dann ist das schon gut. Also der ist in der Regel seine Ressourcen nicht wert. Einziger Vorteil, er ist deutlich schneller wieder aufgeladen als der Bombenangriff. Und ja, ne. Okay. So, jetzt gibt es aber noch andere Möglichkeiten. Also erstens mal, das haben wir schon, es gibt noch neben der ganzen Vorratslieferung noch eine richtig, richtig geile Nummer, wie ich den Feind auch überraschen kann. Und zwar mit einer sogenannten Luftlandebrückenkopf-Gedöns. Also wir sagen immer Airhead. Im Englischen heißt es Airhead Gary. Also Luftgarnison, wenn du so willst. Gehen wir mal davon aus, das ist wieder der Feindbereich. Dann sage ich das jetzt an, kommuniziere das mit meinen Offizieren, dass ich vorhabe, eine Garnison zu machen. Und jetzt nochmal ganz wichtig, nicht in der Nähe. Wenn ihr die Airhead-Garnison zu nah am Hardcap platziert, fällt die extrem auf. Wie kann man denn den Gegner noch ordentlich angreifen und noch den eigenen Leute richtig, richtig gut unterstützen? Und eine der wirklich krassesten Sachen, die es gibt, ist die Airhead Gary, also die Luftlandebrücke, wenn man so will. Das ist eine Garnison, die wie ein Supply Drop abgeschmissen wird und sobald die steht, können unsere Leute da spawnen. Die bleibt aber nicht lange stehen, nur 30 Sekunden, glaube ich sogar nur. Auf jeden Fall kann ich so Leute quasi per Fallschirmsprung hinter den feindlichen Linien abschicken lassen. Nehmen wir mal an, hier Riverhouse wäre Feindgebiet. Also hier ist die Frontlinie, wir verteidigen hier und das Riverhouse hier wird
angegriffen und wir kommen einfach nicht in die Pötte. Wir werden aber hier und hier angegriffen, die halten hier eine wunderbare Verteidigungslinie, wir kommen einfach nicht dahinter. Jetzt könnte ich hergehen und mache einfach hier hinten eine sogenannte Airhead Gary. Die spawne ich jetzt und jetzt kommt das Wichtigste, niemals bitte zu nah an dem gegnerischen Punkt. Erstens, alle Gegner schauen in diese Richtung. Das heißt, es macht schon mal keinen Sinn, die hier irgendwo im Süden zu platzieren, weil die sehen es quasi. Immer hinter den gegnerischen Linien, dann kommt hier ein Ding runter, ein Fallschirm runter und das Schöne ist, der ist immer rot. Also, Airhead-Garnisonen haben immer einen roten Fallschirm. Egal ob von Deutsch oder anderer Seite. Das heißt, wenn ihr auf deutscher Seite seid und ihr seht einen roten Fallschirm und da ist nicht so ein Zipfel unten dran, so ein Torpedo, sondern eine kleine Box, dann ist das definitiv eine Luftlandegarnison. Die müsst ihr so schnell wie möglich ansagen, denn hier kann man jetzt spawnen. Und das funktioniert dann folgendermaßen. Ich versetze mich mal. Die Leute haben jetzt quasi die Möglichkeit hier, ich glaube, ganze zweimal zu spawnen und das war's dann. Und dann ist die Airhead Gary, die bleibt wie gesagt nur eine kurze Zeit überstehen. Dann kann ich jetzt hier spawnen und so schaut eine Airhead Gary aus. Das ist nur ein kleines Paket, sehr unauffällig und das Ding muss halt zerstört sein. Aber hier gilt auch, wenn Feinde ganz nah in der Nähe sind, dann kann hier kein Feind spawnen. Deswegen unbedingt das Ding zerstören. Und wenn ihr in der Airhead Gary seid, verteilt euch, baut Außenposten, baut vielleicht sogar gleich eine richtige rote Zonengarnison und greift von der anderen Seite aus an. Ne? So funktioniert das komplett. So, also wir nähern uns dem Ende. Zwei, drei Sachen habe ich noch zu sagen und dann war's das. GG, ja voll, oder? Einfach knallhart gewonnen, ganz alleine. Ich bin einfach alleine gecarried, ja. So. Okay, übrigens, was ich vielleicht an dieser Stelle noch sagen sollte, im Normalfall ist es so, wenn ihr einmal auf deutscher Seite gespielt habt und es wechselt die Map, spielt ihr dann auf der anderen Seite. Je nach Map, ob das jetzt Amis oder Russen sind, ne? Ihr wisst Bescheid. Wenn der Server komplett neu lädt, das passiert auch alle paar Dinger mal, dann könnt ihr wieder neu joinen. Ich mache jetzt zum Beispiel hier den Kommandanten nochmal von den Amis und stationiere mich hier, denn eine Sache wollte ich noch zeigen. Und wenn wir dann das noch schnell erklärt haben, die letzten zwei, drei Sachen vom Kommandant, dann gehen wir gespannt auf Panzerkommandant, dann zeige ich noch, wo man hinschießen muss und das war's dann. So, also folgendes, Commander Gameplay, ich wollte noch eines dazu sagen und zwar, ihr könnt natürlich auch mit dem Supply Truck rumgurken und Garnisonen bauen, geht genauso und zum zweiten, was ich noch nicht gesagt habe, ihr habt ja auch die Möglichkeit hier zum Beispiel Treibstoff zu generieren, also ihr verwandelt 100 Munition in 60 Treibstoff oder verwandelt 100 Munition das ist Personalstärke, das ist falsch übersetzt. Ne? In Personalstärke, also ihr könnt die Ressourcen transferieren, auch wenn da was verloren geht. Falls mal Not am Mann ist, ihr habt hier unten die Möglichkeit, Panzer zu spawnen, Trucks, Versorgungs-LKWs und die Aufklärungspanzer. Hier könnt ihr auch nochmal Personalstärke und Munition über Ressourcengeneration swappen. Und wie funktioniert das ganze Ding? Also ihr seid Commander, jemand sagt, hey, wir wollten gern in einem mittleren Spawn einen Jumbo, 75er Jumbo gespawnt haben, dann macht ihr das, ihr nehmt, klickt den an. Ihr könnt jetzt hier zwischen unterm, mittleren und oberen HQ wählen und wenn es dann passt, einmal bestätigen, bam, dann steht da ein Tank. Wie gesagt, ihr braucht halt Treibstoff dazu, ne? Oder hier zum Beispiel ein Versorgungs-LKW. Die würde ich sowieso immer spawnen. Immer schauen, dass einer am HQ steht, weil dann kann immer mal ein Pionier sich den schnappen oder ein Offizier. Das ist richtig und wichtig. Die Trucks, also eine Sache noch, Panzer spawnen automatisch von alleine über eine Zeit und die kosten auch keine Ressourcen. Allerdings nur Aufklärungs-, leichte und mittlere Panzer. Schwere müssen extra gespawnt werden. Und auch die Transport-LKWs, bei den Versorgungs-LKWs weiß ich es gerade nicht, aber die spawnen auch mit der Zeit. So, neben dem ganzen Spawn-Gedöns gibt es jetzt aber noch eine Sache hier oben, die man machen kann. Erstens zum Beispiel, Seite ist richtig gut dabei, wir haben sehr, sehr viele Garnisonen und jetzt wollen die davor noch eine Garnison hochziehen und sagen euch im Commander-Chat, ich kann keine mehr bauen, Teamlimit erreicht. Dann geht ihr hier hin und macht hier Garnison zerlegen und zerlegt eine der hintersten Garnisonen am besten, ne? Oder ihr geht halt selber
so wie ihr seid, hört direkt auf die Garnison hin, wenn die in eurer Nähe ist, haltet F und zerlegt die so, geht auch. Ne? Ihr müsst, aber das ist halt eine zusätzliche Fähigkeit. Dann habt ihr noch drei Sachen, die ihr zusätzlich machen könnt. Zum einen verstärken, für eine kurze Zeit wird die Eroberungsstärke für alle Stützpunkte in einem von Verbündeten kontrollierten Sektor weiter erhöht. Das heißt, sie müssen quasi härter um den Punkt kämpfen, um den tatsächlich einzunehmen. Das könnt ihr machen, wenn der Gegner drauf und dran ist, euren Punkt einzunehmen. Und ihr organisiert dann nochmal zusätzliche Verteidiger. Ne? Außerdem ermutigen, die Sektoren produzieren bei einer Eroberung vorübergehend mehr Ressourcen. Auch geil. Also zum Beispiel, es wird um den mittleren Punkt gekämpft. Ihr habt hier vier Sets an Nodes, also Ressourcenknotenpunkte am Stehen. Und ihr nehmt gerade den mittleren Punkt ein. Bam, dann haut ihr ermutigen rein. Und kriegt kurzzeit einen richtigen Ressourcenboost. Auch geil. Hier letzter Widerstand, ebenfalls nicht schlecht. Dein Team wird für eine kurze Zeit keine Ressourcen verlieren. Das ist halt auch eine Sonderregelung. Das heißt, wenn ihr keine Ressourcen verlieren könnt und halt die Cooldowns durch sind, give it a go. Ja? Und so könnt ihr halt als Commander euer Team aktiv zusätzlich unterstützen mit Aufklärung, mit Bombing Runs, mit Spawnen oder halt schauen, dass die Punkte verstärkt werden oder halt direkt wirklich, und das unterscheidet einen Support-Commander von einem richtig guten Commander, die Leute anweisen. Und zwar per Namen. Able Squad, Fox Squad, Bravo, whatever. Hauptsache, die kennen sich aus. Ihr müsst halt natürlich auch schauen als Commander, wer kommuniziert mit euch. Und wenn zum Beispiel ein Tank-Squad mit euch nicht kommuniziert, aber die ganze Zeit irgendwie will, dass ihr, also sie kommunizieren nur, wenn sie einen Panzer gespawnt haben wollen, dann gebt denen einfach keinen mehr. Auch durchaus, das machen auch Kommandanten viel zu selten, die Panzer anleiten. Zum Beispiel ein Punkt ist voll unter Bedrängnis und dann einfach sagen, hier Panzer, Foxtrot bewegt euch zu dem Punkt so und so und helft da in der Verteidigung. Macht das einfach. Ne? Also ein bisschen wie beim Schach, die Leute einfach anleiten. So, und damit war es fürs Commander-Gameplay. Also wie gesagt, es kann sehr, 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 sehr geil sein, Kommandant zu spielen. Ich habe zweimal bisher tatsächlich in echten, reellen Situationen, also in-game, Kommando übernommen. Einmal hatten wir nur noch von 5 Punkten einen und mir ist es so auf den Piss gegangen. Ich bin in den Kommandanten reingesprungen, habe die Leute halt auch ein bisschen angeschnauzt, muss ich dazu sagen. Aber die haben halt dann gespurt und wir haben es noch geschafft, die Runde zu drehen in ein 3-2. Obwohl wir nur noch einen Punkt hatten. War sehr, sehr cool. Und beim anderen Mal hatte ich 5-0 gewonnen, aber da waren die Leute von Haus aus gut. Also, Commander kann sehr, sehr zufriedenstellend sein. Ich würde es auf jeden Fall sagen, wenn ihr erfahrener Spieler seid, schon als normaler Soldat und auch als Offizier ein bisschen Erfahrung habt, dann geht unbedingt auch mal Commander ausprobieren. Dann tue ich mal hier versetzen und mache auf Panzerkommandant. Beim Panzerkommandanten genauso wie beim normalen Crewman gibt es übrigens ein zweites Loadout und das hat eine Fackel mit dabei. Damit kann man also die Tanks auch reparieren. Würde ich unbedingt achten, da drin steht er. Da ist ja ein kleiner Steward. So, übrigens, stopp, bevor wir irgendwas machen. Der erste, der einsteigt, sitzt auf dem Fahrersitz. Der zweite auf dem Gunner und der dritte auf dem Kommandantensitz. Also wenn ihr ein volles Squad seid, geht zuerst der Fahrer hin, drückt F, dann der andere und drückt F und dann der Kommandant erst, damit ihr nach der Reihe einsteigt. Also hauptsächlich, er legt schon los. Ihr müsst nicht warten, bis er drin sitzt, ne? Aber wichtig ist das schon mal. Sonst intern joinen ist sonst immer eine Katastrophe. Ne? So, also ich gehe jetzt mal rein. Sitz jetzt im Fahrersitz und bei den meisten Tanks als Fahrer erst einmal mit E halten, den Motor anschmeißen. Und die meisten Fahrer haben zusätzlich zu der Aufgabe zu fahren auch noch ein Koaxial-MG. Man sieht zum Beispiel rechts über meiner Munition, wo die 200 steht, so ein kleines Viereck mit so einem kleinen Dot drin. Das soll mir anzeigen, wo ich hinschieße. Außerdem, jeder fünfte Schuss vom MG ist Leuchtspur. So kann man halt auch schießen, aber es gibt kein genaueres Visier. Das MG des Fahrers ist also hauptsächlich für Close-Verteidigung gegen Infanterie gedacht. Also mit F1, 2 und 3 kann man im Panzer die Plätze wechseln, aber nur, wenn sie halt nicht schon belegt sind, ne? Klar. Na, shit. Ja, mit dem Panzer kann man übrigens auch hier durch Stacheldraht durchfahren. So, für alle Panzerfahrer im Spe, mit dem neuen Rework gibt es einige Sachen zu beachten. Und ich werde die gleich nochmal herzeigen. Zum einen, das Wichtigste
W ist nicht vorwärts und S ist nicht rückwärts, sondern W ist Gas geben und S ist bremsen. Außerdem, P, Parkgang, so klar soweit, Umschalt ist Hochschalten, Steuerung ist Runterschalten und jetzt kommt die Krux an der Sache. Ihr müsst inzwischen die Gänge ausfahren. Also, ich gehe auf Umschalt in den ersten Gang, drück W und drehe quasi die Drehzahl hoch. Und erst wenn es über 20 snappt, erst dann dreht sich der Panzer richtig gut und erst dann solltet ihr auch in den nächsten Gang schalten. Also nicht unter 20, also zu 2000 Umdrehungen kommen beim Schalten. Und wie immer gilt, je niedriger der Gang, desto schneller könnt ihr euch drehen. Also bestes Beispiel, da vorne kommt eine Kurve. Anfänger machen immer den Fehler, sie bremsen mit S runter und versuchen dann langsam um die Kurve zu kommen. Aber sobald ich mal unter 2000 Umdrehungen komme, ich bin jetzt voll auf W drauf, ne? Habt ihr schon mal versucht, mit einem LKW mit dem fünften Gang loszufahren? Geht nicht. Das heißt, ich muss jetzt langwierig wieder nach unten in den ersten Gang schalten, muss wieder Momentum gewinnen, über die 20 drüber und dann kann ich erst wieder hochschalten. Also, das Wichtigste ist, wenn ihr langsam fahren wollt und nicht jetzt einen kompletten Stoppbefehl kriegt von eurem Offizier, dann unbedingt immer auf W draufbleiben. Immer. Und immer erst schalten, wenn er über 2000... Er säuft quasi ab, aber der Motor geht nicht richtig aus. Ne? Also zum Beispiel, ich bin jetzt schnell unterwegs, es ist eine scharfe Kurve, also schalte ich einen runter und lenke dann. Ne? Jetzt merke ich, oh hoppala, ich krieg die Kurve nicht, ich schalte runter und lenke dann. Denn sobald ihr geschaltet habt, fahrt er noch so quasi einen Meter nach vorne, bevor ihr die Möglichkeit habt zu lenken. Und jetzt, wenn ich hier hochschalte, kann ich schön Gas geben und umeinander fetzen. Es ist natürlich wie immer, wenn ihr nicht W, A und D drückt, also nicht lenkt, sondern einfach nur Vollgas gebt, dann seid ihr am schnellsten. Sobald ich jetzt versuche zu lenken, dann verliert er ein bisschen an dem Momentum. Man sieht, wir sind jetzt nur auf 25 km/h, ne, anstatt 29. Je kleiner der Gang, desto schneller könnt ihr euch drehen. Aber ich gebe euch gleich mal den Tipp, je kleiner und je leichter der Tank, desto weniger solltet ihr stehen bleiben. Oder lange an einem Ort stehen bleiben. So, übrigens jetzt auch nochmal für Wendemanöver. Ne? Unter P ist quasi der Rückwärtsgang. Also ich spam jetzt Steuerung, bis ich im Rückwärtsgang bin. Und hier wirklich, weil es so verflucht eng ist, muss ich tatsächlich auf so einer engen Stelle vor und zurück, bis ich wieder Gas geben kann. Ne? Das hilft nicht. Ist leider Wenden in 25 Zügen. Ja, wenn halt zwei Mauern sind, ist es halt so, ne? Dann ist es tatsächlich so. Kurze Erklärung noch. Wenn ihr jetzt auf dem Schützen sitzt, also erstens mal mit dem neuen Update, dauert es jetzt, je schwerer der Tank ist, umso länger den Sitz zu wechseln. 6 bis 8 Sekunden beim Tiger, ganz genau, weiß ich nicht, vielleicht sogar 7 irgendwas. Also es macht keinen Sinn mehr, Single Tank zu fahren. Single Tanker sind Abfall. Sie sind Schmutz. Hatet sie. Sie brauchen das. Wenn ich ein Tank Squad aufmache, dann warte ich gefälligst so lange im HQ, bis sich einer anschließt. Und wenn ich mindestens keinen zweiten dazu kriege, dann wird halt einfach nicht Panzer gefahren. Ihr verschwendet die Ressourcen, weil wenn ihr euch unterwegs seid, ich habe es gerade gesehen, man sieht als Fahrer nichts. Das heißt, Antitank, die sich irgendwo in den Büschen verstecken oder weiter weg irgendwelche Tanks, ihr könnt die nicht sehen. Auch hier im zweiten, im Schützenplatz, das ist alles, was ihr seht. Ihr könnt noch hinzoomen, aber das war's. Und übrigens, das ist wieder, wie gesagt, kein Battlefield. Je schwerer der Tank, desto langsamer bewegt sich der Turm. Man bewegt den Turm mit W, S, A, D. Und das ist jetzt ein leichter Panzer. Der hat eine der schnellsten Turmdrehungen. Der schnellsten. Und ich bin jetzt erst auf 90 Grad. Übrigens noch nur net to know. Man ist schneller beim Drehen, wenn man rausgezoomt ist. Na, also unten schaut mal auf das kleine Turm-Emoji. Wenn ich rausgezoomt bin, bin ich wesentlich schneller im Drehen als im reingezoomten Zustand. Das heißt, erst Ziel erfassen, einnorden und dann ranzoomen und dann die genaue Abmessung machen und dann erst schießen. Das nächste als Schütze, was zu wissen gilt, es gibt zwei Munitionsarten in den meisten Panzern, und zwar panzerbrechend und explosiv. Die kann ich mit der Taste 1 oder der Taste 2 ansteuern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, HE, explosiv gegen Infanterie, AP, panzerbrechend, dürfte klar sein. Und ich habe jetzt mit der 2 ausgewählt, drücke jetzt R, Reload, und dann wird erst die HE reingeladen. Je schwerer der Tank, desto länger diese Zeit.
HE, wie gesagt, gegen Infanterie. Man sollte natürlich im Gefecht sofort nachladen. Ne? Und was es noch zu wissen gibt, es gibt Bullet Drop. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Ecke von dem Haus treffen will, nicht draufziehen, sondern muss ich ein bisschen höher, wobei so weit war das gar nicht. Moment. Muss ich halt tatsächlich ein bisschen drüber zielen, ne, wenn ich es genau treffen will. Genauso das Gegenteil, wenn ein Ziel ganz nah an mir dran ist, dann muss ich ein bisschen weiter runter zielen. Weil, wie ihr gerade seht, die Optik halt realistisch funktioniert. Ne? Noch so ein Ding, als Panzerschütze habt ihr auch mit Linksklick das Hauptgeschütz, mit Rechtsklick ein Koaxial-MG. Und jetzt nochmal wichtig zu wissen, hier zum Beispiel sieht man es jetzt gut, das MG schießt nicht genau dahin, wo ich hinziele. Warum? Bei den Amis sitze ich links von dem Turm. Hier drin ist das MG und hier drin sitze ich. Ich bin quasi off-center. Ich schaue nicht direkt genau durchs Rohr durch. Was wiederum heißt, je näher das Ziel an mir dran ist, desto mehr muss ich das mitberechnen und dran vorbeischießen. Also sagen wir mal, ich will hier den Türgriff treffen. Dann schieße ich nicht direkt so drauf, sondern ein bisschen davon weg. Seht ihr das? Also hier, so funktioniert das. Je weiter das Ziel weg ist, desto mehr negociiert sich das, aber so viel dazu. Eine Sache noch, nicht irgendwie so Späße machen, den Turm komplett drehen oder niemals weiter als 90 Grad drehen im normalen Gefecht, weil der Panzer von seiner Drehung schneller ist als der Turm an sich. Außerdem, wenn der Turm Schaden nimmt, dann ist es nochmal viel, viel langsamer. Macht also keinen Sinn. So, und wenn es jetzt heißt Panzer stoppt, drücke ich S. So lange, bis er steht. Ne? Und schalt wieder in den Parkgang. Ich gehe jetzt in den dritten Sitz. Das ist der Kommandantensitz. Und der Kommandant ist quasi das Hirn und das Auge des Panzers. Wie ihr schon seht, wenn ich mit Mausrad vorscroll, habe ich so ein wunderbares Periskop. Und damit habe ich einen 360-Grad-Blick. Und zwar richtig, richtig angenehm. Ich helfe jetzt meinem Fahrer erstens, indem ich zum Beispiel ihm ein bisschen helfe, hier vorne zum Beispiel reinfahren. Ne? Ich mache ihm auch mit Rechtsklick wie ein normaler Offizier. Wenn ich jetzt der Offizier wäre, ist er jetzt gerade der Unicode, mache ich auch Marker. Ich spiegle feindliche Tankmarker und versuche halt ihn so anzuweisen, zum Beispiel, indem ich sage, hier links reinfahren. Und jetzt hast du genau das Verkehrte gemacht. Was hast du falsch gemacht? Ich habe nicht runtergeschaltet und sofort gestoppt. Ganz genau. Wir sind ein leichter Panzer. Wenn wir jetzt da vorne einen Panzer gesehen hätten, ne, hätte der uns mit einem Schuss zerstören können. Und da du jetzt stehen bleibst, gibst du dem ganz einfaches Ziel. So, fahr mal rein da. Komm richtig Offroad, gib ihm. Und auch erst lenken, wenn du über 2000 Umdrehungen bist, ne? Ach lol, das ist wieder einer dieser fucking Pfosten, die man nicht umfahren kann, musst du ein bisschen ausweichen. Also die jetzt auch, wenn du jetzt in den Rückwärtsgang bist, immer auf W draufbleiben, ne? Fahr mal hier entlang. Und wenn du merkst, es dreht sich nicht mehr, stehst du hinten wo an. So, normalerweise kann man eigentlich durch Holzzäune durchfahren. Das ist jetzt genau wieder so ein Stempel, der halt nicht durchfahrbar ist. Im Regelfall sind auch Mauern nicht durchfahrbar. Rechnet, also Büsche genauso wenig, außer es sind so einzelne, wo man durchschauen kann. Also rechnet damit, dass man da Schwierigkeiten hat. Ab und zu funktioniert es aber bei manchen Maps, dass man einfach durchfahren kann. Ich weiß nicht, warum sie es nicht grundsätzlich so machen, weil als Panzer hättest du bei so einer kleinen Mauer echt kein Problem. Aber ja, zum Beispiel, hier wird einfach durchgefahren, ne? Hier, Bäume und so, wieder gefährlich, ne? Also fahrt einfach so, dass du nicht hängen bleibst. Hier die kleinen Bäume, hier glaube ich, die kannst du einfach durchfahren. Aber im Regelfall, das, vor allem im Eifer des Gefechts, wenn du irgendwo hängen bleibst, haben wir ein Riesenproblem. Du siehst unten vier Buttons und die sind alle wichtig. Das erste ist die Hülle. Wenn die Hülle down ist, geht der Panzer in die Luft. Das zweite ist der Turm. Wenn der Turm auf Rot komplett runter ist, dann drehst du ganz scheiße langsam. Du hast ständig Flammen und so im Visier. Es macht es also auch schwierig für dich zu schießen. Und das Koaxial-MG funktioniert nicht mehr. Und ja, das dritte ist der Motor. Sobald der Motor auf 0% fällt, ist der Panzer bewegungsunfähig. Du kannst zwar noch den Turm drehen, aber der Panzer bewegt sich nirgendwo mehr hin. Und jetzt kommt die trickige Sache dabei. Du musst den Engine, also den Motor, wieder auf 100% reparieren, damit du den wieder anlassen kannst.
Bei der Kette, das wäre dann das nächste, ist es zum Beispiel so, wenn die Kette auf rot ist, ist es nicht ganz so schlimm. Er springt erstmal wieder auf den ersten Gang. Also falls du gerade am Rückwärtsfahren bist, wundere dich nicht. Wenn die Ketten komplett zerstört sind, springt er erstmal in den ersten Gang. Du kannst zwar wieder rückwärts fahren, aber nur noch im ersten Gang vorwärts und halt rückwärts auch noch. Und bei Ketten ist es so, es reicht schon, wenn die leicht ein bisschen repariert sind, dann kannst du wieder alle Gänge nutzen. Beim Engine nicht. So, und jetzt kommt das Wichtigste, wo schieße ich beim Panzer hin? Das Wichtigste ist, wenn das Match ausgeglichen ist, also es steht mittlerer gegen mittlerer oder schwerer gegen schwerer Panzer gegenüber, dann schießt du dem einfach voll auf die Frontalpanzerung. Im Regelfall 2 Schuss panzerbrechend und die Sache ist gegessen. Klar soweit? Ja. Wenn der Panzer leichter ist als du, brauchst du im Regelfall nicht 2, sondern sogar nur 1 Treffer landen, wenn er gut ist. Okay? Wenn der Panzer jetzt aber schwerer ist, mal angenommen, wir sitzen in einem mittleren oder wir sind jetzt hier in einem leichten und haben einen mittleren gegen uns, dann brauchen wir aber roundabout 3 Schuss. Es kommt das aber schaffen wir nicht. Immer wieder sehr stark drauf an. Oder? Zum Beispiel, wenn du den Turm ausschalten willst, schieß vorn auf das Rohr drauf. Wenn du die Ketten ausschalten willst, kannst du vorn auf die Ketten schießen, logischerweise. Jetzt gibt's halt ein Problem. Was passiert, wenn wir in einem mittleren Tank sitzen, zum Beispiel in einem mittleren Sherman, und wir haben einen Tiger vor uns, einen schweren deutschen Panzer? Haben wir verschissen. Du kriegst den nämlich von vorne nicht kaputt. Das gilt aber grundsätzlich für alle mittleren Tanks. Du kriegst die von vorne nicht kaputt. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst von vorne in die Ketten reinschießen und ihn damit langsamer machen, dass er nur noch im ersten Gang fahren kann und versuchen abzuhauen. Das ist das Einzige. Und das Nächste, was man versucht, ist dann den Feindpanzer, vor allem wenn eine Gewichtsklasse schwerer ist als du, von der Seite oder noch viel besser von hinten zu erwischen. Das heißt, wenn wir jetzt hier hinterm Tank stehen, 2 Schuss in den Arsch, das Ding ist down. Wenn wir in der Seite sind, jetzt wird's schwieriger, schieß ihn nicht auf den Turm, schieß ihn nicht auf die Ketten, schieß ihn genau auf den Bereich zwischen Turm und Ketten, das direkt auf die Hülle geht. 2 Schuss Tiger down, obwohl wir in einem Sherman sitzen. Eine Sache noch anwinkeln ist auch ein absolutes Ding in dem Spiel. Übrigens, für alle, die das Update 10 noch nicht gespielt haben, die Tanks wurden massiv langsamer, auch von der Drehgeschwindigkeit und so, ne? Also die haben sie gut genervt. Allerdings haben die jetzt mehr Seitenpanzerung und sind grundsätzlich, würde ich sagen, von Antitank schwerer down zu kriegen. Du kannst zum Beispiel einen schweren Tank, also einen schweren russischen Tank zum Beispiel, als deutscher Antitank nicht mehr von hinten zerstören. Du kannst nur bewegungsunfähig schießen, weil du bräuchtest eine dritte Rakete. Also hast du keinen Supplier mit Explosivmoney dabei, kriegst du den von hinten nicht down alleine. Seit dem neuen Update spawnen keine Dreier-Tanks mehr. Schwere Tanks müssen vom Kommandanten gespawnt werden und gehen somit direkt auf den Treibstoff. Mittlere Tanks, leichte Tanks und Recon-Tanks werden automatisch nach einer gewissen Zeit am HQ gespawnt und die Dinger brauchen dann keinen Treibstoff. Allerdings kann der Kommandant zusätzlich die mittleren Tanks auch nochmal spawnen oder die Aufklärungspanzer. Die leichten leider nicht, weiß nicht warum, aber ist halt so. Also, wenn ihr Panzerfahrer seid, ist bei euch viel Verantwortung auf den Schultern, denn wir werden gleich folgende Situation haben. Wir wissen eigentlich im Realen nichts voneinander, wir zwei Tanks, aber folgendes Szenario: Ich bin unterwegs mit dem Kommandanten, übrigens im dritten Gang kann der wesentlich schöner aufklären, und wir sehen plötzlich einen feindlichen Tank. Dieses Szenario ist nicht so gut. Das Bessere wäre, wir wissen schon, wo der feindliche Tank ist und versuchen, den zu flankieren. Aber es passiert oft genug, man fährt umeinander und sieht, oh, Kommandant sagt, feindlicher Tank auf, keine Ahnung, Nordost 40 Grad und markiert den dann. Ne? Was macht dann der Fahrer? Erst einmal, es kommt darauf an, wenn es ein Battle ist, Mittel gegen Mittel. Ne? Also wenn man nicht selber in einem Aufklärungs- oder einem leichten Tank sitzt, ne? Dann passiert Folgendes. Normalerweise bin ich volle Kanne in der Fahrt und jetzt gehen wir mal davon aus, rechts von mir ist ein Tank aufgetaucht. Als Fahrer habe ich jetzt 2 Sachen. Erstens, wer stehen bleibt, verliert. In der Bewegung, also mit dem Schwung, den ich habe, ne, also jetzt angenommen, ich bin unterwegs, sagen wir, der Tank steht genau da, wo jetzt das Rohr hinzeigt, auf den Baum da bei Nord 4 Grad. Dann sage ich jetzt zum Schützen, ich winkle mich nach links an, drehe mich so hin und bleib stehen. Der Schütze währenddessen, weil ich ihm sage, dass ich mich nach links anwinkel, muss in der Zwischenzeit
den Turm nach rechts wegdrehen, um auf den gegnerischen Panzer schießen zu können. Und jetzt kommt's, der perfekteste Winkel, den man haben kann, ist 20 Grad. Das ist jetzt genau das, was ich jetzt quasi eingestellt habe. Das ist perfekt für einen Fahrer zum Beispiel, wenn der Turm gleich in die Richtung schaut. Weil dann kann ich zum Beispiel sagen, du musst jetzt vielleicht so oder so hinfahren, je nachdem. Ich will ja, dass quasi der direkt gleich drauf schießen kann. Warum ist das so? Wenn das Panzerrohr hier quasi über die Frontkette drüber schaut, dann stehe ich genau im Winkel zum gegnerischen Panzer so, dass im Idealfall Schüsse, Panzerbrechende, die da auf die Seite draufkommen, abgleiten und auch auf die Frontpanzerung abgleiten. Ein sogenannter Ricochet, oder? Ricochet war das richtig, also Abpraller auf gut Deutsch. Das ist der perfekteste Winkel, in dem der Panzer da stehen kann. Übrigens auch wichtig, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich gepatcht wurde, aber früher war es so, der Turm bleibt auch in Bäumen und so hängen, ne? Deswegen am besten immer neutrale Ausrichtung vom Turm, außer der Kommandant sagt was anderes. Ich glaube übrigens, dass ich es schon verkackt habe. Ich sehe dich. Ja. Ich sitze im scheiß Graben fest. Das wäre natürlich jetzt sehr unvorteilhaft. Bitter, oder? Ja, ich fürchte auch. Erste Gang regelt. Hast du schon probiert, rückwärts rauszukommen oder wie immer? Sieht so aus, als hättest du es verkackt. Also gleich mal kleines 1x1 für Tanker. Wenn ihr so Trenches, aka Schützengräben seht, dann fahrt da nur drüber an der dünnsten Stelle, wenn es unbedingt sein muss. Wenn er hier reinfahrt, kommt er im schlimmsten Fall gar nicht mehr raus. Man sieht die Trenches auf der Map durch diese Anzeige, wo ich jetzt gerade mit der Maus bin. Das sind Schützengräben, die bestmöglich überfahren. Also wie gesagt, Kommandant sieht einen feindlichen Tank. Ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich von meinem Fahrersitz aus eine beschissene Sicht habe, aber er muss natürlich trotzdem spotten, wenn möglich. Und er sagt, auf Ping. Er gibt mir den Ping und ich weiß ungefähr, wo ich mich hindrehen muss. Da muss man halt dann nochmal der Kommandant helfen, damit es passt, damit wir wirklich hier die 20 Grad haben und Panzerstopp. Jetzt hat der Schütze die Aufgabe, erstens schon AP geladen zu haben, ne? Und ich sehe gerade zum Beispiel, ich wäre jetzt zu weit links. Das wäre jetzt tatsächlich schon 45, ja. Also ich sag mal so, so ein perfekter 45 Grad Winkel ist eigentlich zu steil. Es muss eher schon ein 20 Grad Winkel sein, sonst kann die Seitenpanzerung penetriert werden. Da muss ich mich auch noch ein bisschen damit auseinandersetzen. Also sprich, man muss so fahren, dass man den Tank tatsächlich noch sieht. So ungefähr. Da sollte jetzt eigentlich der Turm ziemlich genau drauf schauen. Wenn es mich nicht täuscht. Ja, genau. So, geh mal in den Schützen, lade mal AP. Ist geladen. Und jetzt versuch mir mal auf die Seite, wo wir vorher gesagt haben, drauf zu schießen. Also du meinst nicht aufs Rohr, sondern wirklich auf die... Warte mal kurz, jetzt machen wir es noch ein bisschen perfekter. Und dann steige ich aus und dann kann man das nämlich schön sehen, wie denn so ein Abpraller ausschaut, wie es aussieht, wenn penetriert wird und so weiter, ne? Also das ist jetzt der idealste Winkel, den du quasi als Tank anfahren kannst. Das hat man jetzt schön gesehen, das war kein Abpraller, sondern einfach nicht penetriert. Das ist, wenn die Funken in alle Richtungen springen. Okay. Auch nicht penetriert. Das, habt ihr es gesehen? Das war ein Abpraller, Ricochet. Den Unterschied hast du gesehen, ne? Es waren noch mehr Funken, oder? Das war vor allem in eine spezielle Richtung, die Funken. Nicht in alle Richtungen, sondern nur in eine, ne? Daran erkennst du so ein Ricochet. Und jetzt das Geile, es hat 0,0, gar nichts Schaden gemacht. Verrückt. Ja, weil sie abgeprallt bzw. nicht penetriert wurden. So, du stehst jetzt wie ein Anfänger zu mir direkt mit der Front. So, ich schieß dir jetzt mal auf deine Frontpanzerung. Moment mal, das hat gerade nicht penetriert. Moment, wir probieren es nochmal. Ha. Plunk, habt ihr das gehört? Übrigens, man sieht erstens, jeder im Panzer hört diesen charakteristischen Plunk und man sieht hier Funken und Dinge rauskommen, also sprich diese Flammen. Man merkt quasi also instant, wenn man Schaden tatsächlich angerichtet hat. Wie viel HP hast du noch auf der Hülle? Noch ein Viertel. Ja, also sprich, wenn ich jetzt noch einen zweiten da hinsetze, bist du zerstört. Okay, das heißt aber, wenn du jetzt den zweiten Schuss auf den Turm setzen würdest... Das ist zum Beispiel auch wieder so eine Sache. Die Dinger sind jetzt komplett getrennt. Das heißt, wenn ich dir jetzt die ganze Zeit auf den Turm ballern würde und der ist zerstört, geht das nicht auf Hüllenschaden. Aber du kannst von vorne den Turm direkt nicht penetrieren. Schieß mal rechts oder links vom Rohr auf diese dicke Platte. Schieß da mal drauf. Geht rechts. Ist egal.
So, nicht penetriert. Jetzt schieß mal direkt vorn auf die Spitze des Rohrs rauf, wo quasi die Feinde, die Kugeln rauskommen. Bam, Alter. Und damit ist der Turm komplett im Eimer. Das ist die einzige andere Möglichkeit, wo du quasi von vorne den Turm direkt Schaden machen kannst. Der Turm hat aber nur 10%. Schieß nochmal. So, jetzt ist der Turm komplett im Arsch. Schieß nochmal. Lebt nach. Übrigens, das ist jetzt meine Sicht, ne? Also nicht gut, wenn der Turm so im Arsch ist. Und man sieht schon, kein Penetrationsschaden. Du hast nicht dieses Plonk gekriegt, ne? Und auch sonst nichts. Es ist, als wäre es komplett gepanzert, sprich, du kriegst sonst keinen Schaden. Aber rechtsklick, mein Koaxial-MG geht nicht mehr. Und schaut mal, wie scheiß langsam ich den Turm nur noch drehen kann. Das ist quasi komplett für den Arsch. Also das muss repariert werden. Das zweite ist jetzt, du kannst von vorne mir in die Ketten schießen. Probier mal genau ins Eck in die Ketten zu ballern. Genau. Viertel habe ich noch. Ich könnte quasi noch ganz normal rumfahren. Genau, also sprich, wenn ich von vorn bin, muss ich aufs Rohr drauf schießen. Nicht hier rechts daneben, nicht hier links daneben. Die Kanzel funktioniert auch nicht mehr und hier die Seiten haben auch Abpraller zur Folge. Und ich kann ihn quasi, wenn es gleiche Gewichtsklasse ist, nur am besten direkt an der Frontpanzerung penetrieren. Oder wenn ich halt die Ketten ausschalten will, aus was für einem Grund auch immer, dann von vorne die Ketten rein. Ja, schieß mir auf die Ketten. Genau, von vorn so in. Jawohl, jetzt sind die Ketten durch. Jetzt habe ich tatsächlich, weil ich schräg stehe, einen kleinen Nachteil. Weil die Kette ist jetzt durch, würdest du, wie ich bei dir, schauen wir mal, ich schieß für dir von vorn hier drauf, ne? Beim zweiten Schuss müsste die Kette down sein, ne? Er hat seine Lektion gelernt. Jetzt ist die Kette down, ne? Down. Wenn ich jetzt nochmal dir von vorne drauf schieße, hat die Kette bei dir keinen Schaden mehr gekriegt, richtig? Nö, kann ja nicht, ist ja schon bei kaputt, mir ne? Schon, warum? Weil durch das, wie ich stehe, du bist durch die Kette durch und penetrierst jetzt direkt meinen Rumpf. So wie ich stehe, würde ich nicht deinen Rumpf kriegen, weil du direkt vor mir stehst, ich nur die Ketten treffe. Weißt du, ich meine? Ja. Das heißt, wenn du jetzt zu mir 90 Grad stehst und nur in die Ketten reinschießt, was ich nicht empfehlen würde, dann gehen zuerst die Ketten down und dann, weil die Ketten quasi nicht mehr existent sind, seitlich in die Seitenpanzerung. Aber an sich ist jetzt das die einzige Möglichkeit, wie du einen angewinkelten Tank aber halt dann langwierig zerstören kannst. Also sprich, anwinkeln ist King und wenn der Panzer schwerer ist als deiner, versuch den von der Seite oder am besten von hinten in den Arsch zu schießen, weil sonst hast du im Regelfall keine Chance. Also wenn du im mittleren Tank sitzt und dir steht jetzt ein Tiger gegenüber und er ist auch noch angewinkelt, ist das Einzige, ich glaube sogar, so wie du mich jetzt penetriert hast, würdest du den Tiger von vorn gar nicht kriegen. Also du musst ihm in die Seite oder in den Arsch schießen, also sprich Rückzug. Aber gerade noch zum Verständnis, wenn ich einen niedrigklassigeren Tank habe und ich habe einen hochklassigen Tank mir gegenüberstehen und ich schieße auf die Kanzel, also ins Kanonenrohr, ohne den versuchen Namen zu legen, hätte ich eine Chance oder nicht? Eine Chance für was? Eine Chance wegzukommen oder eine Chance den zu zerstören? Eine Chance, das, den Kanonenturm kaputt zu machen. Weiß ich nicht. Die Ketten kann man immer beschädigen. Beim Turmrohr bin ich mir nicht sicher. Aber so oder so, wenn, versuch in die Ketten reinzuhauen, damit er dann nicht so schnell nach kann und dann hau ab. Versuch den von der Seite zu kriegen und fertig. Sonst alles hast du keine Chance. Aber am besten ist das Wichtigste Aufklärung, sprich du weißt, wo der Panzer ist und versuchst ihn dann von der Seite oder noch besser von hinten zu flankieren. Und lässt dich gar nicht auf so ein Head-On ein, wenn du geringere Klasse bist. Weißt du, ich meine? Ja, absolut. Je leichter der Panzer, desto mehr Manövrierbarkeit und desto mehr Geschwindigkeit hast du, also nutze sie auch. Also wunderbar. Tatsächlich beim Spotten das Wichtigste ist, visiert den Punkt an und schaut dann mal genau. Bewegungen vor allem. Die meisten Spieler, die rennen die ganze Zeit, die bewegen sich viel, die sind ganz easy zu spotten. Diejenigen, die gefährlich sind, sind die, die wissen, dass sie von Deckung zu Deckung laufen und dann erstmal warten. So, und das war's mit unserem Hell Let Loose Tutorial / Bootcamp. War ja doch ein bisschen länger, aber ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall weitergebracht und ist hilfreich gewesen, sodass ihr in Hell Let Loose richtig durchstarten könnt. Bei Fragen jederzeit, gell, haut sie unten rein in die Kommentare oder ihr besucht mich direkt auf Twitch unter claro_dea. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Da könnt ihr mir entweder direkt die Fragen stellen oder euch sogar direkt anschließen beim Kampf auf dem Schlachtfeld. Außerdem, ne, wenn es euch gefallen hat, würde ein Like definitiv helfen und wenn ihr mehr solchen Content sehen wollt, dann unten unbedingt auf Abonnieren klicken. Feedback gerne in die Kommentare und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Der Claro ist raus. Danke fürs Zuschauen. Tschö mit Ö.